Hallo und herzlich willkommen und schönen guten Abend zur letzten und diesmal leider wirklich letzten Show der Thema Masters 2017 zur Thema Masters Recap Show. Wir werden einen kleinen, aber feinen Rückblick auf die Thema Masters gemeinsam durchleben mit einigen Videosequenzen, mit einigen, finde ich, interessanten Themen und mit mehr oder weniger coolen Leuten. Wir sind heute in einer Gruppe, die Anzahl, deren Anzahl vermutlich viel zu groß ist, aber ist ja egal. Wir geben unser Bestes. Und die Leute werden sich jetzt zum ersten Mal alle der Reihe nach vorstellen. Und in dieser Zeit habt ihr genug Zeit, selbst Werbung zu machen auf euren ganzen Social Media Plattformen: Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Lavoo, Tinder, ihr kennt das. Macht mal Werbung und dann fangen wir gleich an, nachdem sich alle vorgestellt haben. Und der Erste, der sich nach mir natürlich vorstellt, ich hoffe, ich bin inzwischen allen ein Begriff, das wäre sehr schön. Ich bin Markus, einer der Caster der Thema Masters und verantwortlich auch heute nach den Finalshows noch für die Recap-Show. Und ja, mein treuer Gefährte, der Marc, ist auch wieder dabei und ist dementsprechend der Erste, der sich hier wieder der großen Masse präsentieren darf. Ja, hallo, ich bin DJ und das reicht auch schon, weil wir haben so viele Gäste, da reicht es. Ich gebe weiter an Hotza. Ja, servus. Ich war als Designer tätig in den Masters. Viele kennen mich unter Rinko als Gamertag, spiele bei Team Shocks auch während der Masters und MWR Hardcore Supporter. Damit gebe ich weiter an Shakur. Guten Tag, Shakur hier von Thema eSports, ebenfalls Player und Designer. Designer und Spieler für Thema eSports und heute bin ich auch mal dabei. Ich gebe weiter an Nate. Hallo, ich bin XNateComX, bin Leader von Chaos Crew Hornets und vertrete heute meine zwei Leader, die leider nicht können. Yo, servus, Atomak hier, Leader und Spieler bei Qualitix Gaming. Auch vertreten im TMA Masters Cup, beziehungsweise waren vertreten. Und ja, ich gebe weiter an Boxer. Jo, hallo, ich bin Boxer, ich bin der Leader und bin Leader und Spieler bei Team Fallout und wir waren im IW 6v6 Core-Bereich und ich gebe weiter an Deezy. Ja, hallihallo, ich bin Deezy, vertrete Team Arrays und bin da als Spieler tätig. Und ich gebe mein Wort an Red Skies. Moin, ich bin Red Skies, Team Captain bei Metas Germania. Und ja, ich gebe mein Wort weiter an iTechX. Moin, mein Name ist iTex, TMA Masters Caster. Und ja, ab geht das Wort an Jasmin. Hallo, ich bin Jasmin. Erstens sollten wir uns unter XNCIT kennen, bin die Leaderin von VIP eSports und Head Admin in der CRL Community eSports Team. Und es wird das Wort weitergeben an Pat Hydrofighter. Ja, ich bin Hydrofighter. Ich habe in dem Modi 6.6 MWR unter MS gespielt und wir sind im Viertelfinale gegen CRZ rausgeflogen und ich gebe mein Wort an Sven weiter. Hallo, ich bin Sven, der Leader von Mercury eSports. Wir waren vertreten, wie Patrick schon gesagt hat, im MWR Core-Bereich, im EW Hardcore- und Core-Bereich. Und ich gebe mein Wort weiter an Bechti. Hallo, Bechti hier von Thema eSport, Captain von Team Shocks und ich war bei den Masters IW-Verantwortlicher im 6x6 Core-Bereich. Ich gebe weiter an Sebi. Ja, Sebi hier, alias Epic Wolf, Clanleader von den German Gaming Freaks. Und ich war als Caster überwiegend im All-Mode-Bereich bei den Masters mit dabei. Und dann gebe ich ab an den Peppo. Jo, servus. Coolen zum Schluss, oder? Ne, ich bin Vorstand von Imperial eSports. Wir waren auch bei den Thema Masters vertreten mit mehreren Teams. Und jo, das war's. Ja, das sind die ganzen Leute, die heute hier vertreten sind. Und ich bin der Depp, der das Ganze koordinieren darf, damit es nicht so ist, wie man vermutlich denkt, dass es sein könnte. Wir haben, wie gesagt, das ein oder andere Thema dabei. Und wir werden jetzt gleich einfach mal anfangen mit so einem, ich sag mal, kleinen Rückblick auf die Thema Masters allgemein. Wir haben ja viel, sag ich mal, gesehen, viel
erlebt, vor allen Dingen wir als Caster, ich weiß nicht inwiefern jeder einzelne Spieler noch, ja, auch abseits von seinem Team, die anderen Matches verfolgt hat, aber ja, wir haben extrem viel erlebt, sage ich mal, wir haben viel, ja, Feedback bekommen, was sehr, sehr positiv war, teilweise negatives Feedback bekommen, werden aber jetzt erstmal allgemein so einen kleinen Rückblick machen und da werden wir einfach mal damit starten, nochmal so ein bisschen, ja, die Platzierung durchzugehen. Wir hatten eigentlich für jeden Bereich jemand eingeplant, aber eine Person aus dem All-Mod-Bereich ist leider nicht erschienen, aber hier seht ihr schon die, ja, Thema Masters Hall of Fame, in die es 5 Teams, ja, dieses Jahr geschafft haben. Vielleicht kommt ja nächstes Jahr nochmal sowas, ups. Ja, ich gehe die einfach mal kurz zum Start durch. Wir haben den Sieger im All-Mod-Bereich mit der Llama-Crew, vermutlich den meisten eher bekannt unter Stroke Unit Youth vorher noch. Ja, haben sich durchgesetzt im Finale im All-Mod-Bereich damals gegen Syntik Esports in einer sehr, sehr spannenden Series. Dazu werden wir später nochmal ein bisschen was mehr hören. Ja, Platz 1 im IW 6-on-6 Core-Bereich. Fraternitas Germania, ja, hier ja heute auch durch Jonas bzw. Red Skies vertreten. Im IW 6-on-6 Hardcore-Bereich Mercury Esports. Auch da werden wir später nochmal was zu hören, weil es, ja, ein sehr, sehr spannendes und sehr, sehr intensives Match war, was sich in der allerletzten Runde erst entschieden hat. Und auch da bin ich sehr, sehr froh, dass wir mit Sven jemand haben, der das Ganze so ein bisschen vertreten kann und so ein bisschen vielleicht auch darüber talken kann, wie es denn so lief. Im MWR 6-on-6, im MWR 6-on-6 Hardcore-Bereich haben wir Enjoy Gaming, da haben wir leider keinen mit dabei gehabt, haben aber trotzdem aus dem 6-on-6 Hardcore-Bereich ja in MWR mit Atomark jemanden, der auch im Finale gespielt hat, dort leider knapp unterlegen war, werden wir vielleicht auch nachher nochmal drüber sprechen. Und ja, der Sieger im von uns so schön als königsdisziplinierten, titulierten MWR 6-on-6 Core-Modus, Imperial Esports Blue, ja, haben wir auch viel drüber gesprochen und haben, ja, mit Peppo einen aus dem Vorstand dabei und mit Dizzy, ja, einen Unterlegenen im Finale. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen so ein bisschen zurück. Wir lassen den All-Mod-Bereich jetzt mal so ein bisschen außen vor, weil das Ganze ja nicht so gut ansprechbar ist, weil wie gesagt keiner dabei ist und ich nicht weiß, inwiefern das verfolgt wurde von euch anderen. Ich denke mal eher weniger, weil ihr euch vermutlich eher auf euer Team und dann vielleicht auch mal, wenn dann überhaupt, anderweitig noch auf euren Modus fokussiert habt. Deswegen starten wir einfach mal rein mit dem IW 6-on-6 Core-Bereich. Wir haben ja Jonas als von FG dabei diesbezüglich, Jasmin von VIP hat im Core-Bereich war dabei, Sebi als Cast hat ja auch noch selber gespielt dort. Und ich glaube, das war es bezüglich dem IW-Core-Bereich. Erzählt doch mal, wie war's? Also für mich war es nicht so schön, weil beide Teams sehr viel rausgeflogen sind. Aber ich habe gehört, es soll ein tolles Event gewesen sein. Das ist schön. Oh Mann. Nee, komm mal, wir können mal so ein bisschen durchgehen. Wir haben vor allem vielleicht, Jonas, du hast quasi das ganze Turnier dementsprechend miterlebt, weil ihr bis im Finale dabei wart. Ja. Mir fällt gerade ein, wir haben ja Boxer auch noch dabei von Team Fallout. Das heißt, wir haben auch da noch, den habe ich komplett vergessen. Ja, wie war der Weg ins Finale? Wie hat sich vielleicht auch die Stimmung innerhalb der Teams, das können ja auch ruhig alle beantworten, die diesbezüglich dabei waren. Wie hat sich die Stimmung innerhalb der Teams so verändert und wie, ja, wie, sag ich mal, was für einen Stellenwert hat denn die Thema Masters in eurem Bereich so im Vergleich vielleicht zu den Ligen? Ja, wie wichtig war es da? Wie wichtig wertet man diesen Sieg oder auch allgemein so einen zweiten Platz von Fallout kann sich auch sehen lassen? Ja. Ja, also für uns, das IW-Team von Fraternitas, war es halt, es war halt der größte Cup in IW, was 6 vs 6 betrifft. Das ist halt einfach so. Und ja, wir hatten dementsprechend auch eine sehr hohe Motivation, ne? Ja, das sehe ich von unserer Seite auch so. Also wir waren, für uns war es auch das Wichtigste, weit zu kommen. Und das haben wir zum Glück geschafft. Also wir haben unsere Priorität dann wirklich hauptsächlich auf die TMA Masters gesetzt. Jasmin, wie war es bei euch? Ja, also ich muss sagen, dass wir sich früh schon ausgeschieden sind gegen Team Fallout. Dementsprechend fällt es mir schwer, zu den Teilen danach etwas zu sagen. Bis dahin sehr gut organisiert und ich finde halt auch von der Größe ein relativ großes Event, was TMA da auf die Beine gestellt hat, im IW-Bereich ziemlich überraschend, wie viele Teams auch dabei waren. So sonst wäre ja eher ein bisschen Not am Mann bei den IW-Teams.
So, also ganz spannend und uns auf jeden Fall. Wir haben ja quasi eine, in Anführungszeichen sage ich mal, Weltneuheit gemacht, indem wir es mehr oder weniger so geschafft haben, wie es geplant war, das Finale zumindest mal zu präsentieren. Zu casten, ja, wissen wir alle, dass das nicht geht. Wie war's? Ich gebe die Frage jetzt mal bewusst an Jonas und Boxer, an euch beide. Ja. Und an Sebi, weil der ja auch dabei war noch als Caster. Oder beziehungsweise als Mitverantwortlicher in der Show oder mit Teil halt dieser Show. Wie war es für euch? War es was Besonderes? Wie kam es rüber? Wie kam es an bei euch? Ja, das war halt schon mal schön, dass eine Idee von euch entgegengebracht wurde, wie man halt auch dem ganzen Leuten zeigen kann, wie man halt ja den IW 6x6-Bereich präsentieren kann. Also das war halt das Einzigartige, wie du schon gesagt hast. Und ja, also, wir fanden es gut, dass das auch mal gestreamt werden kann. Und dann auch noch bei so einem großen Event. Ja, für uns auch. Man hat ja auch die Anspannung bei uns schon vorher gemerkt, wie aufgeregt wir doch waren. Und das Event und dann noch die vielen Zuschauer, das war für meine Jungs ein ganz anderes Erlebnis, als wenn man so ein CW hat. Und es war einfach super umgesetzt dafür, dass IW angeblich uncastbar ist. Sebi, wir haben das quasi aus erster Hand erlebt. Du weißt genau wie ich, dass es nicht so lief, wie wir es eigentlich geplant war, wie wir es uns vorgestellt haben. Meinst du, als mal aufs Caster oder Streamer-Sicht, meinst du, es macht Sinn, das Ganze öfters zu machen, auch vielleicht im regelmäßigen Ligabetrieb? Weil da, ja, im Endeffekt ist es ja kein richtiges Casten, sondern eher immer so eine Show, was immer so ein bisschen Planung erfordert, was immer Aufbau erfordert. Wo halt auch immer, sage ich mal, Leute beteiligt sein müssen, die da auch hinterstehen und da sich auch selber arrangieren, dass man halt wirklich eine vernünftige Show daraus machen kann. Würdest du sagen, einmal und es war schön, oder sollte man vielleicht schauen, ob man sowas nicht im Ligabetrieb irgendwie etablieren kann, weil, ja, was Casten und Stream angeht, kommt der IW-Bereich nicht nur in Core, sondern auch in Hardcore natürlich sehr, sehr kurz. Ich denke, es war schade, dass es nicht funktioniert hat. Das wäre schon richtig pornös gewesen, wenn das geklappt hätte. Aber vielleicht gibt es ja für die Zukunft vielleicht doch noch eine Lösung, dass man tatsächlich beides sehen kann. Ich denke aber, so wie wir es dann letztendlich gemacht haben, war das die beste Entscheidung. Die Zuschauer oder die Zuschauerzahl hat, da würde ich auch absolut für uns gesprochen. Ich denke, für die Zuschauer ist das halt ein bisschen angenehmer, wenn wir das Bild switchen, wenn Leute da sind, die sich ein bisschen über das Spiel unterhalten. Das macht das Ganze halt deutlich ansehnlicher und pusht natürlich diesen Bereich auch noch, der halt so momentan fast nicht gespielt werden kann, und es ist halt definitiv was anderes, wie wenn ich einfach nur einem Team zuschaue. So habe ich eine Show, habe Stimmen dazu und sehe beide Bilder im Wechsel. Fand ich absolut, dass es mehr kommen sollte, auch wenn der Aufwand groß ist, aber es lohnt sich, denke ich, auf jeden Fall. Ja, Jasmin, ich hatte ja das gerade schon quasi gefragt, ob das Sinn macht im regelmäßigen Ligabetrieb. Du bist Head Admin der CL. Könntest du dir sowas vorstellen im regen Ligabetrieb regelmäßig? Oder würdest du sagen, schwierig? Also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es eine Herausforderung ist für die Personen, die es casten müssen. Weil, wie du schon gesagt hast, ja eben sich das Ganze immer mit ein bisschen Aufwand gestaltet. Denke aber, dass es vielleicht für wichtige Spiele, also gerade so die Top-Spiele in den Ligen oder so, mit Sicherheit eine interessante Lösung wäre, sich solche Spiele halt auch anschauen zu können. Also bist du der Meinung, wir sollten ein Patent darauf anlegen, dass ich Geld kassieren kann, wenn das jemand machen will? So ungefähr, ja. Was? Das Patent habe ich aber schon eingereicht. Alter. Okay, ja, ich bin sehr, sehr sehr gespannt, ob wir sowas in Zukunft vielleicht nochmal auf die Beine stellen werden bei verschiedenen, vielleicht ist ja auch schon was geplant, wer weiß. Gerne allgemein, wenn ihr irgendwie Meinung zu verschiedenen Themen habt, gerne auch einfach in den Chat, ihr könnt gerne mitdiskutieren. Wenn wir da irgendwas finden oder irgendwas lesen, was ja interessant ist, was wir aufgreifen können, werden wir das machen. Wir haben, glaube ich, mehr oder weniger alle den Stream offen. Und wenn da eben irgendjemand was ins Auge springt, was man erwähnen könnte, dann werden wir das auch so machen und so ansprechen. Und dann, ja, wechseln wir mal weiter in den nächsten Modus. Gehen erstmal in IW Hardcore. Wir haben eben, das ist auch wie im IW Core-Bereich. Das Ding ist halt, für mich persönlich habe ich den IW Core-Bereich so ein bisschen noch mehr verfolgt, weil ja ich ja selber eine Zeit lang wirklich aktiv CWs gespielt habe, auch in IW in Core. Deswegen habe ich im Hardcore-Bereich, ja, das Einzige, was ich quasi gesehen habe, war das Finale. Das war ziemlich nice. Das hat auch, finde ich, sehr, sehr viel Spaß gemacht, genau wie es im Core-Bereich war, das Ganze so zu präsentieren.
Sven und Nate, ne, war es von Chaos Crew. Nate, ihr wart ja nicht im Finale vertreten. Ich weiß nicht, inwiefern ihr das verfolgt habt. Deswegen, ich würde einfach an euch quasi dieselbe Frage stellen, wie jetzt gerade an den an die Leute vom IW-Core-Bereich. Macht es Sinn, sowas im regelmäßigen Ligabetrieb zu machen, vielleicht im Hardcore-Bereich auch? Oder würdet ihr sagen, man muss an dieser Stelle nochmal anmerken, der Hardcore-Bereich in IW war die Show, die am meisten geschaut wurde mit 216 Zuschauern, glaube ich, war es. Also das Feedback war unglaublich, aber ja, inwiefern macht das Sinn im regelmäßigen Ligabetrieb? Und Sven, für eure Seite auch dann, wie war es, dass es halt präsentiert wurde? Auch wenn du selber nicht gespielt hast, aber ich denke mal, du hast mit deinen Jungs so ein bisschen darüber getalkt. Ja, wie war's? Mir egal, wer anfängt oder wer so ein bisschen sich, ob ich so ein bisschen abwechselt. Ja, dann fange ich einfach mal an, Nate kommt. Ja, und zwar so das, was du sagst mit Liga und so, im Hardcore-Bereich wäre schon recht gut, oder? Finde ich meiner Meinung nach auch sehr geil, wenn das kommen würde. Da wir ja sowieso nur im Hardcore-Bereich die DSBL haben und meines Erachtens die DSBL, was ein paar Sachen betrifft, leicht inkompetent ist. Teams, die wirklich was drauf haben, so wie Loyal Brotherhood und sowas, die dann in der vierten Liga rumjockeln müssen und gegen Mannschaften spielen, jetzt nicht gegen irgendwie um Leute schlecht zu machen oder so, gegen Teams spielen müssen, die eventuell nicht mal 5 Punkte, geschweige denn bis zu 5 Runden überhaupt mal gewinnen. Und dass die, dass mal eine Liga kommt, wo halt wirklich die besten Züge, ja, ob im Core-Bereich oder im Hardcore-Bereich, ja, wirklich mal sich gegenseitig beefen können. Und sich, ja, wie gesagt, jetzt auf einem Level mal ein bisschen spielen und halt nicht immer gegen ein paar Leute, die halt die Daumen irgendwo im Keller liegen lassen haben oder so. Weil das macht dann irgendwann auch keinen Spaß mehr. Ja, und zum Stream her, was wir gesehen haben. Also, Entschuldigung, ja, ich kann auch fertig sein. Red du ruhig noch deinen Wort sein, alles gut. Ja, okay, dann zum Stream her. Ich habe das verfolgt mit MES. Also ich war generell auf MES-Seite. Ja, wir haben oft jetzt gegeneinander gegen die gespielt, viele Trains gegen die gemacht, ja, um besser zu werden, um sie auch zu unterstützen in manchen Sachen. Hat eventuell funktioniert, wissen tun was nicht. Ob das was gebracht hat, dass wir die ganze Zeit gegen die gemacht haben, dass sie gewonnen haben wegen uns. Will ich jetzt mal nicht meinen. Das sind Top-Spieler in den Reihen von MES, ob Core oder Hardcore. Das allgemein super Clan, alles top Leute. Und ich finde halt, so wie das Stream aufgebaut wurde, halt in so einer kleinen Talkshow-Mäßigkeit da, und dass man switchen konnte und so, auf Loyal und auf MES, fand ich halt eigentlich recht gut. Das war's schon. Ich fand, also ich sollte jetzt was zur Show sagen und wie es fand, ne? Erstmal. Ja, vielleicht auch, wie es für deine Jungs war. Also für meine Jungs war das ein super Erlebnis, einfach vor, ja, über 200 Leuten zu spielen mit so einer coolen Show im Hintergrund. Das ist für jeden, denke ich mal, eine super Erfahrung, einfach die zu machen. Natürlich waren sie was angespannter als normal, aber das ist schon ganz, sage ich mal, normal. Aber war wirklich, also für die Jungs und auch für uns alle als Zuschauer, wir von MES gucken uns das oftmals auch an, war das einfach super, so eine Show zu sehen mit den Leuten davor, mit den Leuten danach. Es ist einfach eine mega coole Idee gewesen. Es war einfach, ja, ich würde sagen, überragend. Und hinsichtlich des Liga-Alltags, ob man das streamen könnte, wäre natürlich, ich sag mal, wenn jemand Zeit findet, ich glaube, das ist halt auch alles ein riesiger Zeitaufwand, das alles so vorzubereiten oder so, aber von der Idee her, beziehungsweise wenn sowas möglich wäre, wäre das, glaube ich, für jeden einzelnen Spieler echt super. Und man merkt dann auch, dass die Leute dadurch motivierter sind, intensiver das Spielen und ja, einfach viel mehr Spaß am Spielen haben, ne? Also da schreite ich dann als Caster einfach mal ein. Zum Thema Zeitaufwand, ein Cast war für uns klar, man muss sich circa 2 Stunden für das Match alleine nehmen und so 1 bis 2 Stunden im Vorfeld einfach für die Vorbereitung, weil du willst ja im Cast zum Beispiel nicht nur stur über das Match reden, sondern du brauchst ja auch ein bisschen das Background-Wissen. Wie hat das Team im Vorfeld gespielt, wie steht es in der Tabelle zum Beispiel, wenn es jetzt um Liga-Matches geht und so. Und ich für meinen Teil habe während den Masters gemerkt, okay, also das war mir schon vorher klar, spielen macht mir aktuell gar keinen Spaß, weil MWR ist ausgelutscht und IW ist nicht meins. Und ich habe halt für mich dann gemerkt, okay, aber Carsten, das
kickt mich richtig, ja. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, klar, nicht täglich, aber ein paar Matches die Woche kann man schon mal casten, ja. Egal, ob jetzt Top-Match der Liga oder, keine Ahnung, Kampf um den Abstieg. Ich denke mal, das wird dann auch so ein bisschen davon abhängig sein. Da müssten sich dann die Caster mit den Liga-Verantwortlichen zusammensetzen, sowohl mit der DSBL als auch mit der DSBL CL. Ist raus. Weil halt, ja, man muss nicht nur die Vorbereitung, die da drin steckt, man braucht halt auch einiges an Designs, an verschiedenen Grafiken, das die man dann im Stream braucht. Und das, ja, und nicht jeder von uns Castern ist so Photoshop-affin wie du, lieber Daniel. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht wird es in nächster Zeit sowas nochmal geben. Vielleicht stellen wir nochmal was auf die Beine mit den Ligen zusammen. Werden wir sehen, schauen wir mal. Gehen wir weiter in den, weil wir wollen ja auch nicht zu lange jetzt nur über Rückblick talken, weil das meiste haben wir ja davon schon mehr oder weniger besprochen. Gehen wir in den MWR Hardcore-Bereich und da haben wir, bin ich richtig, dass wir, ja, mal abgesehen jetzt von den, von DJ, du hast ja auch gespielt, glaube ich, haben wir, glaube ich, nur Arto da. Jo, genau. Qualitics. Ich muss sagen, der MWR Hardcore-Bereich war für mich so der Bereich, der, auch wenn man da öfter mal von Daniel gestreamt wurde, aber so für mich persönlich, was bei mir angekommen ist, war irgendwie MWR Hardcore das, was am wenigsten so, wovon ich am wenigsten mitbekommen habe, so außerhalb. Es war, gab die Show am Ende, das war auch schön und gut, das Match war auch, finde ich, relativ ansprechend, aber kann also nicht in der Community bist, Digga. Das stimmt natürlich. Trotzdem, in der IW Hardcore Community bin ich auch nicht, da habe ich auch weniger mitbekommen, logischerweise aus den Core-Modis, aber trotzdem finde ich, dass da immer so ein bisschen mehr rüberkam. Wie schätzt du den, oder ich frage das, gibt es erstmal so an euch weiter, Daniel ist ja auch Hardcore-affin, sag ich mal. Ja, wie waren die Thema Masters für den MWR Hardcore-Bereich? Hau raus, Arto. Ja. Die Masters, ja, das war was Neues. Das war für mich sowas wie eine Online-LAN. Es gab sowas Großes, sowas gut Organisiertes noch nicht. Heißt, haben wir uns für so eine TMA, für so ein TMA-Turnier natürlich genauso krass angestrengt wie jetzt für ein DSBL-Liga-Match oder wie für eine LAN. Es ist, also vom Organisationsbereich war es super. War wirklich einer der besten Turniere, die ich auch gespielt habe bis jetzt. Auch von meinem Team jetzt so. Genau. Ja gut, dann übernehme ich einfach mal, wenn du ins Starken kommst. Ja, wie Arthur schon gesagt hat, die Masters, es gibt kein Projekt im Vorfeld. Warum machst du jetzt die Hall of Fame rein? Ja, ich mach nur, dass ich das nochmal einblende. Chill, du kannst weiterreden, alles okay. Gut. ich war hier voll verwirrt. Die Masters, es gibt kein Projekt, die mit dem Thema Masters aktuell vergleichbar ist, ja. Wie Arthur schon gesagt hat, die Masters hatten was von einer Online-LAN. Ja. Man wusste, ey, das ist das größte Online-Turnier im deutschsprachigen Raum. Und dementsprechend wusste man ja auch, das Interesse und der Fokus liegt dementsprechend auf diesem Turnier. Sprich, jetzt im Fall von Arthur auf den zweiten Platz von QLX kann man sich da durchaus schon mal was drauf einbilden. Und die Verfolgung von den Zuschauern in den Cast zum Beispiel, das habe ich ja gerade bei mir gesehen, das war nicht übel, ja. Also da hatte halt auch mal ein Viertelfinalmatch, wo ich mir dachte, okay, das wird eher langweilig, hatte dann halt auch mal 70 Zuschauer oder so. Und dementsprechend bin ich schon der Meinung, dass auch für den MWR Hardcore-Bereich die Masters eine Bereicherung war, zumal die Masters ist ja dank den Spinnern sogar in die Laola geschafft haben, ja. Du darfst wieder, Markus. Ich darf wieder. Ja, ich finde es auf jeden Fall allgemein sehr gut zu hören, dass man, wir hatten mal eine Zeit lang mit Markus ein bisschen auch mal privat darüber gesprochen, dass er niemals gedacht hätte, dass das Ganze so stark, so gut ankommt. Und es ist ja auch wirklich so, dass die Teams, die gespielt haben, auswirklich sagen, Top-Organisation, Top-Support, Top-Streams und so weiter, dass das nicht immer so war, werden wir nachher nochmal hören, weil wir haben ja durchaus das ein oder andere Thema
wo eben nicht, wo ihr mal erzählen könnt, dass eben nicht alles so super lief, wie es eigentlich gescheint hat. Definitiv. Ja, also ich glaube, viele denken so, oh, war echt perfekt oder war fast perfekt. Gab ein, vielleicht Kleinigkeiten, die nicht so cool waren, aber ja, im Hintergrund bei uns Castern oder bei den Admins, bei den Supportern gab es immer mal wieder so Geschichten. Ups, ja. Aber es dringt halt nicht nach außen. Ja, kommen wir zum letzten Modus, wo wir nochmal kurz drauf zurückblicken werden. Und das war, muss ich sagen, was ich sehr, sehr interessant fand, war, dass, so kam es bei mir, so war es meiner Meinung nach, in der Gruppenphase oder allgemein so vor dem Finale, vor der Finalshow, hat der MWR 6-on-6 Core-Bereich eigentlich immer so die meisten Zuschauer gebracht. In den Streams fand ich, dass MWR Core meistens so von den Zuschauerzahlen relativ weit vorne war. In den Finalshows dann konnte sich MWR Core nur auf Platz 3 quasi retten, was die Zuschauerzahl angeht. Das war für mich sehr, sehr überraschend. Wir haben auch hier ja wieder einige Leute dabei. Dizzy, du hast ja schon gesagt, hast du schon geschrieben, du, ja, wurdest quasi immer nur gesagt, du musst spielen. und ohne irgendwie zu wissen, Liga, Masters, Fanzivik, keine Ahnung. Ja, Fanzivik wahrscheinlich eher nicht, aber ja, du weißt, wie ich es meine. Und ja. Peppo, ihr habt das Ganze im Finale gewonnen. Ich würde erstmal an dich, Peppo, so geben. Ich sag mal so, für mich zumindest, das hatten wir ja schon mal geklärt, da brauchst du nicht mehr sagen, dass du das anders siehst, sondern ich sag mal so, außerhalb glaube ich, dass viele nicht mit EMP als Sieger in diesem Bereich gerechnet haben. Ob du jetzt anders siehst, lassen wir mal weg, weil das ist nicht so wichtig, das hast du ja schon mal gesagt, dass du da anderer Meinung bist in den Finalshows. Hat sich seitdem das Ansehen vielleicht auch für euer MWR 6 gegen 6 Team so ein bisschen gesteigert bei Leuten, wo die vielleicht vorher gesagt haben, habe ich gar nicht so stark erwartet. Ist vielleicht der Respekt ein bisschen größer geworden oder eigentlich ja kaum irgendwas wahrgenommen? Wie viel Props habt ihr vorzukommen? Ja, sag mal so, ja, ich denke da ein gewisser Respekt, also der ist schon ein bisschen größer geworden, also man merkt es auch gerade, wenn man irgendwie ein Fan-CW oder so spielen möchte, da will halt keiner mehr, und ein bisschen blöd, aber was soll man machen, und dann ist auch jetzt so, es bewerben sich sehr, sehr viele gerade für dieses Team hier, also vorher ging es eigentlich, oder ja, da kam eigentlich, sagen wir, kaum Bewerbungen rein, jetzt bewerben sich sehr viele für EMP Blue. Und ja, also ich denke mal, dadurch, durch die Thema Masters sind die jetzt, haben die jetzt, denke ich mal, schon so ein bisschen Namen bekommen. Dizzy, ihr habt verloren im Finale gegen EMP. Und yes. Ich sag mal so, vor dem Finale wart ihr euch schon, vor allen Dingen du und Reload, also Daniel, sehr, sehr siegessicher. Warum es nicht geklappt hat, haben wir schon mal so ein bisschen im Nachhinein besprochen gehabt, aber ja, war so ein bisschen vielleicht auch zu viel Selbstsicherheit dabei, hat man vielleicht auch dementsprechend, weil EMP eben nicht so als großer Favorit gehandelt wird und man vielleicht da eher im Finale, eher hätte man schon erwarten können, aber dann vielleicht als Gegner eher irgendwie gedacht hätte, sowas wie Cryzet, Evil X Saves oder eins dieser Teams halt erwartet. War vielleicht deshalb, ja, so ein bisschen Überheblichkeit dabei? Also ich würde sagen, nicht. Also na klar, also ich finde, man sollte ein gesundes Selbstbewusstsein haben. Aber wie schon gesagt, also wir haben eigentlich unseren Part auch relativ gut gemacht. Bloß das Ding war eben, dass sie eben im Finale dann echt um mich rumgespielt haben. Und deswegen würde ich einfach mal so behaupten, also das ist meine Ansicht und auch von vielen anderen, dass ich glaube, hätten sie das nicht gemacht, hätten sie es halt ehrlich verloren. Also ich konnte halt auf Pipeline keinen einzigen rausziehen im Angriff, was ich sonst immer ohne Probleme mache. Ne, aber ging einfach nicht. Ja, wir haben im MWR-Bereich viele Ligen. Ich weiß gar nicht, inwiefern ihr in den Ligen vertreten seid. Ihr seid ja fast überall vertreten mit mindestens einem Team. Vergleich CL, DSBL, Thema Masters. Inwiefern, was hat die größte Rolle gespielt? Was würde man überwerten? Peppo, wenn du jetzt die Wahl hättest, du kannst mit deinem Team die CL gewinnen oder du gewinnst mit deinem Team die Thema Masters. Was würdest du vorziehen? Ja gut. Ich finde irgendwie, das kann man nicht so direkt vergleichen. Ist halt, die CL ist halt die Liga, wo, sag ich mal, so Standard schon ist, sag ich mal, wo man halt, man nimmt halt in der Liga teil und ja, gibt halt da auch alles. Und Thema Masters, das war halt was Besonderes. Es war das erste Mal und sozusagen auch was Einmaliges. Ich weiß es nicht, was noch kommt, aber
Ja, also deswegen, ich kann dazu jetzt nicht so viel sagen, was ich bevorzugen würde, also, ja. Ja. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt darauf, ob Teams, die man in den TMA Masters weiter vorne gesehen hat, wie auch CRZ zum Beispiel, ob diese sich in den Ligen dann ähnlich stark und ähnlich konstant präsentieren können. Ich glaube, das ist der größte Unterschied zwischen Liga und Cup. In der Liga musst du halt über, ja, ich würde mal sagen, 3-4 Monate konstant deine Leistungen bringen, wenn du deine Spiele hast, weil sonst ja, rutschst du mal schnell aus der Spitzengruppe raus. Da bin ich sehr, sehr gespannt, ob ja, diese Teams, die man bei den TMA Masters jetzt am Ende weit vorne sind, auch in der Liga entsprechend weit vorne sieht, oder ob dann da die, ich sag mal, Altbekannten, die jetzt in der ersten CL-Season ganz vorne waren, wie KOD, wie Evil X Saves, wie Cryzet, die ja da noch in Liga 2 waren, aber da alles deutlich gewonnen haben, ob diese sich ja, quasi wieder behaupten können oder ob andere Teams vorne reinstechen. Aber ja, so viel erstmal zum Rückblick, das ging jetzt schon sehr, sehr lange, länger als ich eigentlich geplant hatte. Gehen wir mal weiter zum nächsten Thema. Wir haben viel Feedback bekommen während dem Thema Masters Mark. Positives, Negatives. Ich glaube, sind uns quasi mehr oder weniger einig, dass das Feedback fast ausschließlich positiv war. Erzähl einfach mal so an Feedbacks, die du bekommen hast, die so an Nachrichten, die man vielleicht auch während der TMA Masters bekommen hat, was, ja, was kannst du da so ein bisschen erzählen? Und danach werden wir einfach mal so ein bisschen fragen, was denn ja, die anderen so als Positives haben und als Negatives. Da wäre mir dann wichtig, dass ihr einfach vielleicht jetzt gleich aufgreift, wenn Marc was angesprochen hat, dann einfach der Nächste irgendwie seine Meinung dazu schildert. Guckt, dass ihr nichts doppelt sagt, weil das, ja, wir brauchen nicht jeder dasselbe sagen, was positiv war zum Beispiel. Aber ja, ganz wichtig auch, wie gesagt, hatte ich ja vorher schon mal angesprochen, wenn euch was nicht gefallen hat, wenn ihr sagt, da, das fand ich nicht so cool, sprecht es euch an, weil ich glaube, das ist auch für die Zuschauer interessant, was vielleicht für euch Teams nicht so cool war. Und ja, bitte, Marc. Ja. Feedback war in der Regel immer sehr positiv. Also wir haben das Turnier gemacht und ja, mal sehen, was da so auf uns zukommt. Feedback war dann doch sehr positiv. Gerade für mich, ich bin ein Typ, ich kann sowieso nicht mit Lob umgehen. Ja, und natürlich gab es überall mal kleine Kritikpunkte, aber es waren auch Kritikpunkte manchmal bei, wo man sich gedacht hätte, naja, ein bisschen mehr lesen, dann wäre die Antwort da gewesen. Das ist, glaube ich, ein Thema für nachher, für Kurioses auch nochmal. Ja, aber ansonsten, ich habe oftmals gehört, auch die Forderung so nach einer Liga, gerade heute hatten mich schon wieder 2, 3 Teams angeschrieben, meinten, oh, mach doch mal eine Liga, weil CEL ohne Spezialfeuerkraft und DSBL hat Tiefenwirkung drin. Und ihr habt genau das dazwischen gehabt, das hat uns zugesagt. Ja, das ist ja schon, wenn man sowas hört, ist das schon sehr toll. Kritik gab es natürlich bei einigen Protesten. Natürlich, wenn es ein Team auch trifft, wird es natürlich auch Kritik äußern. Und was da auch daraus resultiert ist oder hat, dann war dann halt, dass wir im Nachhinein auch festgestellt haben, sowas wie ein Strafenkatalog. Also quasi, was passiert, wenn denn, wenn 2 Runden abgezogen, wenn das passiert, wenn 5 Runden abgezogen zum Beispiel. Sowas hätte man noch machen können, aber so weit hat man dann doch nicht gedacht gehabt. Das jetzt mal kurz zu halten, erstmal. Okay, jetzt will gar keiner mehr reden. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, uns nacheinander dazu zu äußern jetzt, oder? Ja, also ja. Ich muss erstmal sagen, erstmal Hut ab vor der Leistung. Ich glaube, das habe ich schon oft genug gesagt, aber nochmal riesen Respekt an alle Verantwortlichen, an alle Caster. Es war ein super Event, es war ja das größte Online-Event in Deutschland, sage ich jetzt mal, auch vor allen Dingen für den 6v6-Bereich. War eine super Erfahrung und war super ein Teil davon zu sein. Jetzt habe ich viel gelobt. Ein Kritikpunkt, den ich eventuell anschneiden könnte, ist, ihr hattet im Allmut-Bereich das so gemacht, dass man wirklich nur die 4 Leute, die man einträgt, mit denen auch spielen darf. Im Allmut-Bereich ist es aber so, die Teams lösen sich relativ schnell immer wieder auf. Vielleicht hätte man da ein bisschen kulanter sein können und vielleicht 1 bis 2 Änderungen schon vor Beginn des Turniers zwischen Anmeldung und Beginn dann hätte akzeptieren können. Das wäre vielleicht so eine Sache gewesen. Aber sonst durchweg positiv, auch von allen Spielern nur Positives gehört. Da würde ich sogar kurz drauf einhaken. Die Teams hatten ja sogar Möglichkeit, 8 Leute zu melden. Wir hatten, weil wir eben in vielen Cups bemerkt hatten, dass da ständig die Teams hin und her wechseln oder die Spieler, hatten gesagt, ey komm, wir machen da eine Sperre rein, weil sonst wäre es irgendwann im Turnierverlauf dazu gekommen, ja, der hüpft ja hier schon ins 5. Team rein oder so. Wir haben es aber gemerkt, im Allmut-Bereich, wie du es gerade gesagt hast, ist uns das auf die Füße gefallen, weil die Teams haben sich angemeldet und am ersten Tag
waren schon wieder zwei Spieler raus aus dem Team. Jo, das war dann so, dass wir gesagt haben, okay, im Olmut-Bereich hätte man das anders handhaben müssen, weil es eben sehr schnelllebig ist dort. Also da hast du recht noch mit dieser Kritik. Ich sage auch mal ganz kurz was dazu. Im Großen und Ganzen war es alles super organisiert und ich meine, es war ja das erste Mal und man lernt ja jetzt draus und mein Marc, beim zweiten Mal macht man es halt besser, oder? Wenn es ein zweites Mal gibt. Wenn nicht, wirst du, glaube ich, gesteinigt. Oh. Ja. Positiv ist, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich denke, im Großen und Ganzen war die Organisation und die Planung und auch der Support war relativ gut. Ich glaube, das haben auch alle gesagt. Ich würde gerne, weil ich das sehr, sehr interessant finde, nicht um irgendwie TMA, die Master sowas bloßzustellen, völliger Blödsinn. Ich habe immer mal wieder auch von einigen Teams was Negatives gehört oder auch mal gesehen, gelesen. Irgendjemand von euch, der die negativen, der vielleicht noch Kritikpunkte hat, wo er sagt, das fand ich vielleicht nicht so cool, das hätte ich mir anders gewünscht oder das und das hätte anders sein müssen, das hat mir nicht gefallen. Ja. Ich glaube, ich hätte einen. Ja, Ladies first. Danke. Also ich muss erstmal sagen, dass ich es auch sehr gut organisiert fand. So durch meine Admin-Arbeit in der CL habe ich ja auch relativ mit solchen organisatorischen Aufgaben zu tun und muss da auf jeden Fall meinen Hut ziehen vor TMA, auch vor Marc, vor Markus, die ganzen Casts und alles. Auf der anderen Seite gab es auch eine Kleinigkeit, die ich nicht ganz so toll fand. Hatte ich TMA aber auch schon mitteilt, das war eben das Einladungssystem. Also zum Anfang gab es ja auch einige Teams, die eingeladen worden sind von TMA halt persönlich zu so einem Event und ich finde halt, dass da einige Teams, unter anderem wir, aber ich habe auch andere Teams fehlen gesehen einfach zu dieser Einladung, wo ich sage, okay, die sind schon so lange in dieser Community vertreten, die sind beständig, die gibt es jetzt 5 Jahre oder so und die haben mir halt einfach gefehlt und ich glaube, einige davon haben sich deshalb dann auch nicht zu einer Anmeldung entschlossen am Anfang. Darf ich da mal kurz einhaken, was es gebracht hat mit der Einladung? Sorry, nochmal? Was, ob da irgendein Vorteil ist, wenn jemand eine Einladung kriegt? Na gut, du bist halt fest dabei. Ja, ich finde halt. Ja, aber eben. Wir haben so viele Teams haben wir ja so oder so nicht zusammenbekommen. Ja klar, aber damit meinten vielleicht manche Teams dann, dass wenn sie nicht eingeladen sind, okay, die wollen mich nicht, dann brauche ich mich auch vielleicht nicht anmelden. Und dann haben sie sich doch noch umentschieden, weil das einfach ein Hammer-Turnier sein wird in dem Moment noch. Okay. Ja, also ich finde auch, dass das was anderes ist, so wenn man halt sieht, dass wirklich eine Liste von Teams besteht oder ausgewählte Teams, die dazu eingeladen werden und da halt einfach, da gibt's mal große Teams in der Community fehlen, die eben schon seit vielen Monaten, Wochen, Jahren teilweise sich etabliert haben in der Community. So, wenn die dann halt nicht eingeladen werden zu so einem Event, dann finde ich das, ja, ich weiß nicht, schon ein bisschen traurig irgendwo, aber kann es auch verstehen, dass man natürlich nicht jeden persönlich einladen kann, muss man auf der anderen Seite sagen, aber ich habe da halt trotzdem den einen oder anderen Namen einfach vermisst, so in der Einladung. Von wem zum Beispiel, wenn ich fragen darf? Zum Beispiel EMX. Spontan eingefangen. Okay, aber im Turnier waren sie ja trotzdem dabei, oder nicht? Ja, richtig. Wir können das ja mal an Marc weitergeben. Nach welchem System habt ihr denn die Einladung rausgeschickt? Nach welchem System? Oder zum einen erstmal so, ja, zum einen ist man so ein bisschen die Ligen durchgegangen, also CL, da gibt es ja verschiedene Ligen, die DSBL, die haben ja gefühlt auch 99 Ligen oder so für jeden Modus, das alles durchgeschaut, auch im Allmode-Bereich die ganzen, ich sag mal, Cup-Seiten oder so beobachtet. Da ging es in erster Linie so ein bisschen darum und dann haben wir natürlich auch noch geguckt, was sind denn so namhafte Teams, weil es gab ja auch Teams zum Beispiel, die haben in den letzten 2-3 Jahren waren die bekannt wie sonst was und waren jetzt aber nicht so aktiv. Also zum so ein Beispiel ist zum Beispiel KOD eSport ist zum Beispiel ein Clan, den TMA schon seit 8 Jahren mitbegleitet oder 9 Jahren und haben wir gesagt, ey komm, die laden mal ein. Das waren damals die Kings, als COD so anfing mit. Und aber die haben zum Beispiel abgesagt auch. Und es gab auch andere Teams, die wir angeschrieben haben. Und es gab viele Teams, die im Vornherein abgesagt haben. Und
Ja, also und ja, und dann gab es eben halt auch noch, haben wir auch ein bisschen die Caster ein bisschen befragt. Also jeder wurde da so ein bisschen mit einbezogen. Aber man kann eben halt, ja, wo macht man Abstriche? Ich hatte mit Jasmin auch mal ein persönliches Gespräch geführt per WhatsApp und habe gesagt, ja, das ist mal wie so eine Hochzeit. Wer sind die 50 besten Freunde, die ich jetzt zur Hochzeit einlade? Irgendwann kommst du dann deine ans Ende und irgendeinen tust du dann auch weh. Und in dem Falle zum Beispiel jetzt VIP. Aber ich habe mich tausendmal entschuldigt. Wurde auch gar nicht eingeladen. Das wäre aber sauer. Du hast es nicht verdient. Reicht's aber. Ich wurde auch nicht eingeladen. Noch jemand, der irgendwie irgendwas Negatives oder noch irgendwas Positives, was nicht genannt wurde, was er vielleicht gerne nochmal hervorheben möchte? Sonst ja, könnten wir das Thema mehr oder weniger schon mal abhaken. Wir werden auf jeden Fall schauen, dass wir die Kritikpunkte oder TMA wird schauen. Ich spreche mal im Namen von TMA, weil ich bin eh Marx neuer Co-Leader. Ach, du bist ein Lappen, bist du. Neuer Co-Leader, Digga. Davor kommt Hotzer oder Ecke. Also. Hat nicht mal TS Rechte und meinte reden zu müssen. Easy. Denke ich mal, dass man auf jeden Fall versucht, die Kritikpunkte zu berücksichtigen. Hat jemand noch was, was er gerne zu diesem Thema ansprechen würde? Ja, ich habe noch ein Positives, was ich so gerne sagen wollte. Und zwar finde ich, wir waren als Chaos Crew Hornets sehr unbekannt vor dem TMA Masters. Sind zwar in den Ligen DSBL immer aufgestiegen, ohne Probleme, als mit unserem Team, aber waren halt vorher leicht unbekannt. Und dieses TMA war, fand ich, für kleinere Teams, die nicht bekannt waren und ihre Leistungen buchstäblich eingebracht haben und somit sich den Namen machen konnten, wie wir zum Beispiel, fand ich das verdammt gut. Ja? Weil es gibt echt Teams, die noch nicht bekannt sind, aber die verdammt starke Spieler drin haben. Und das fand ich zum Beispiel in dem TMA Masters. Ich hab alles verfolgt, ob MWR oder IW oder AM. Und habe halt wirklich Teams gesehen, die sich den Arsch aufgerissen haben, die eigentlich wirklich unbekannt waren und jetzt sich einen kleinen Namen gemacht haben mit solchen Sachen. Das betrifft da zum Beispiel jetzt Hornets. Hornets mittlerweile eigentlich recht bekannt unter dem Namen Chaos Crew Hornets. Und das finde ich eigentlich sehr gut mit diesem Cup. Das fand ich am besten von allem. Dass sich kleine Teams halt einen guten Namen machen konnten mit sowas. Ja, ich denke, das hat man auch gemerkt, dass man viele Teams, das ist eigentlich die perfekte Überleitung zum nächsten Thema. Weil das nächste Thema ist der Vergleich Sieger-Favorit, weil ich finde auch, dass einige Teams, das hatte ich ja eben schon mal angesprochen mit EMP zum Beispiel, ich weiß, Peppo, ja, haben wir darüber gesprochen, aber zumindest mal so im Chat während den Auslosungen wurde EMP nicht als Favorit irgendwie angesprochen oder wurde nicht gesagt, ja, die sehen wir da ganz vorne. Ich glaube, wir haben in allen Modis immer, zumindest wir als Caster, haben immer unsere Einschätzung abgegeben in den Auslosungen. Ich weiß, dass ich immer sehr, sehr weit daneben lag, weil, ja, ich glaube, ich hatte bei IW 6 gegen 6, hatte ich gesagt, EMP Intense damals, EMP Intense damals, noch jetzt nur noch Intense Gaming, EMP Silber, ja, die waren beide raus nach dem Viertelfinale. Oder in MWR hatte ich gesagt, Evilex Saves, auch die sind im Achtelfinale, glaube ich, schon rausgeflogen. Also, ja, ich habe mich auf jeden Fall da immer sehr, sehr gut verschätzt. Was würdet ihr sagen? In welchem Bereich ist es dir so dieser Unterschied so zwischen den Favoriten und am Ende vielleicht dem Sieger oder auch, sagen wir mal, den Siegern, weil nehmen wir mal Platz 1 bis 3 immer dazu. Wo findet ihr, sind die größten Überraschungen, sag ich mal, passiert? Womit hätte man am wenigsten gerechnet? Ja, wenn nicht da, würde ich was sagen. Also ich gehe fest davon aus, dass im IW6v6 Bereich keiner mit dem zweiten Platz Team Fallout und dritter Platz Mercury gerechnet hat. Ich glaube, Mercury hatte ich angesprochen, Sebi, in der Auslosung. Hatte ich gesagt, Mercury sehe ich auf jeden Fall relativ weit vorne. Fallout, nein, hatte ich nicht gesagt, aber ja. Ja, mach dir nichts draus. Sebi kannte uns noch nicht mal. Als er bei der Auslosung hat er gesagt, ey, irgendwie wie das so ein Team mit einem Modenamen. Zwei Tage vorher hat er noch gegen uns gespielt, aber ist okay. Ja, ich hab den Switch nicht mitbekommen mit VIP und Fallout. Hä? Ja, den Wechsel halt, das Eigenständige, das habe ich einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Achso. Nee, ich gehe einfach davon aus, dass im EW6v6 Bereich definitiv, also finde ich, also selbst wir haben hatten andere Favoriten. FG natürlich als Favorit, aber dann auch bei uns EMP Silver, EMP Intense noch mit dabei und Rapid Gaming, die auch ziemlich stark sind. Waren so unsere Favoriten, die wir eigentlich gedacht haben. Und
ja, haben uns dann glücklich durchgekämpft. Ja, Peppo, ich weiß nicht inwiefern, ich würde das mal an dich weiterleiten, würde da mal so ein bisschen eine Überleitung bilden. Hast du mal mit deinen Jungs von Silber und damals noch Intense gesprochen gehabt? Wie groß war die Enttäuschung, beziehungsweise hat man irgendwie Gründe gefunden, warum? Weil, ja, du hörst ja auch hier und auch in der Auslosung waren eben die beiden EMP-Teams die absoluten Top-Favoriten neben FG. Ja, hast du mal gesprochen, wie, warum, was nicht lief an den Tagen? Na, mal ganz von abgesehen, dass sich natürlich einer selber, dass sie sich natürlich am Anfang im Achtelfinale gegenseitig eliminiert haben. Ja, also ich denke mal so, EMP Silber, weil der LAN, denke ich mal, weil die da gewonnen haben und auch eigentlich eine gute CL-Liga gespielt haben und EMP Intense, ja, weil die in der CL-Liga ja auch den ersten gemacht haben, waren die, denke ich mal, meiner Meinung nach auch Favorit und für die anderen ja auch. Ja, das fing eigentlich da schon an, dass man sich im Achtelfinale gegenseitig raushauen musste. Und ja, da stehe ich halt immer so da, ja gut, spielt halt der Bessere, gewinnt und dann geht's halt weiter und dann unterstützen wir halt nur das eine Team. Und dann war halt Viertelfinale dran gegen hier Team Fallout und ich wusste auf jeden Fall, die haben was drauf. Aber Silber genau, Silber wusste auch, die können was und es ist auch immer, sage ich mal, so eine Tagesform und ja, ich meine, es geht immer bergauf, bergab und wir haben ja hier da gegen euch eine richtige Klatsche bekommen. Und ich habe da selber ein bisschen gestaunt, so ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es jetzt, dass die Klatsche so arg wird, aber naja. Gut, was soll ich dazu noch sagen? Ich meine, es ist so passiert, wir gucken nach vorne und schauen, dass wir, sag ich mal, die Lücke wieder füllen können und weiterhin oben mitspielen können. Wie ist es in den anderen Modis? Ich glaube, der für mich krasseste Modus ist MWR. Ja, da hätte ich auch was. MWR Core. Dizzy. Ich weiß nicht, inwiefern du weißt oder mitbekommen hast, wer so alles, ja, wer so alles spielt, aber warst du überrascht, dass eben, ihr seid ja bis zum Finale gekommen, warst du vielleicht überrascht, dass ihr im Verlauf des Turniers vielleicht nicht auf Gegner getroffen seid, wie, die man dann, die in der CL oben stand, wie Evil Egg Saves, wie CryZ, sondern eher auf, ich sag mal, vermeintlich kleinere Gegner? Also, so wie du es am Anfang schon gesagt hast, ich habe echt gar nicht, also kaum was mitbekommen, ich wurde einfach mal bloß gefragt, hey, Yassin, kannst du und so? Ich sag so, ja. Könnte ich machen, vielleicht an einem anderen Tag. Ja, und dann bin ich einfach eingesprungen. Ich wusste bis zum Halbfinale gegen FG nicht mal, dass es das Turnier ist. Ich wusste, dass es ins gibt, aber ich wusste nicht, dass wir das schon spielen. Ich habe gedacht, wir gucken immer noch in der DSBL rum oder wo wir auch immer drin sind. Ne? Also, wie schon gesagt, ich habe keinen Plan. Ich wusste, dass CryZ oder sowas drin ist. Also, die habe ich auch gesagt, dass sie echt, weil wir haben Fun-CWs oder auch woanders gegen die gespielt. Und das war für mich so das Top-Team in MWR zu dem Zeitpunkt. Ja. Daher kann ich da nicht viel zu sagen. Wer ich Favorit meine, sein könnte. So, oder ja, nicht. Nee, nicht wer Favorit war, aber warst du vielleicht überrascht, dass man einfach so im Verlauf des Turniers eben nicht auf diese Gegner getroffen ist? Weil du hast ja, natürlich. Du hast ja schon also, mitbekommen, gegen wen du gespielt hast. Ja, jein. Aber ja. also wirklich ab FG habe ich erst so wirklich realisiert, okay, jetzt geht's los. Nee, aber ja, ich war echt erstaunt, dass EMP so weit gekommen ist. Also dachte ehrlich, dass die, ich weiß nicht, ob die gegen CryZ oder. Wer war das andere? Von Emre das Team, wie heißt das? Evil Egg Saves. Genau, Evil Egg Saves, dass die früh rausfliegen. Das waren echt so die beiden Teams, da hätte ich sogar gesagt, okay, da fliegen wir auch zu 100% raus, aber irgendwie sind die vorher schon rausgeflogen. Ich weiß nicht, gegen wen die verloren haben. Ne, aber ich war. Gegen EMP und einmal gegen Roa. Ich war, wie schon gesagt, echt erstaunt, dass EMP da unser Gegner im Finale war. Und ja, die haben sich auch den Sieg. Ja. Ich hätte dann auch noch was dafür. Ich erkämpft. Ja, bitte, Jassi. Jetzt, ich könnte mich auch gerne dafür haten oder nicht. Ich weiß, wie Yassin, ich sage jetzt Dizzy, weil wir heißen beide gleich, ich bin nur anders geschrieben. Ich weiß, wie krass der Sniper, der ist auf jeden Fall extrem gut, weil ich habe auch gegen ihn gespielt, habe auch einen Post schon über ihn rausgehauen gehabt. Auf jeden Fall gut, dies, das. Dass ER so weit kommt, hätte ich am Anfang nicht gedacht gehabt. Und dass EMP das gewinnt, das war absolute Überraschung für mich. Ich hätte eher gedacht, FG Team Revolt wird gewinnen. Das war bei mir so wirklich so ein Schockmoment, dass dann plötzlich FG rausgeflogen ist und erst recht, wo dann ER 8-2 auf Pipeline gegen die gedrückt hat. War echt so in dem Moment krass. Einfach krass. Ja, jeder hat da so ein bisschen seine andere Meinung. Ich glaube, wir selber von ER, wir haben nicht mal gedacht, dass wir so weit kommen, weil ich glaube, wir sind halt echt das inaktivste Team, was so rumläuft. ich bin nur am Arbeiten, ich spiele einmal im Monat gefühlt ein CW oder so. Genauso wie alle anderen, die spielen okay, gibt noch so einen Schalm oder so, ne? Also ich werde sie nicht schlecht reden, ne? Aber Spaß, nein, Schalm, falls du zuhörst, ne? Nee, aber er ist einer der wenigen, die halt echt aktiv
spielen, auch Public und whatever, das könnte ich niemals. Und da hätte ich auch niemals gedacht, dass sie so weit kommen. Also, ja. Talent bleibt halt Talent. Ja. Braucht man nicht. Ja, ich hab mich auch vorhin mit jemandem drüber unterhalten. Ich weiß nicht, wie ich die Kills gemacht habe, ich weiß es halt selber nicht, weil ich halt echt extrem wenig spiele, was COD angeht. Also, keine Ahnung wie. Das Gute ist halt bei MWR, dass wenn du auch 2-3 Wochen Pause hast, oder bei Boots on the Ground, er gesagt, du verlernst dieses Aim nicht. Wenn du zum Beispiel jetzt ein Jetpack-Spiel spielst und dann eine Woche nicht mehr gespielt hast, du bist der absolute größte Noob. Also stimmt, so weil es viel schneller ist. Weil es viel schneller ist. Ja, weil es viel schneller ist, dann bist du wieder reinkommst mit den Reflexen und alles, das ist einfach ganz anders als wie im Boots on the Ground-Spiel. Da muss ich dir auch zustimmen. Ich habe ja BO3 komplett ausgesetzt, habe ich nur die letzten 2 Wochen, glaube ich, gespielt und da habe ich sogar in 2 CWs 2-mal Bond gedockt. Das war echt unlucky. Nee. Ja. Wie ist es in den anderen Modis? Ich glaube, Sebi in All-Mode ist es eigentlich so eingetreten, wie wir es erwartet haben. Waren die beiden besten Teams im Finale. Da konnte dann jeder jeden schlagen, denke ich mal. Da brauchen wir nicht kurz drüber reden. Wir haben ja eh keinen hier, der das so ein bisschen bewerten kann. Aber würdest du mir zustimmen, dass wir da eigentlich die beiden besten Teams über den Turnierverlauf im Finale gesehen haben, oder? Ja, auf jeden Fall. Bei den anderen Teams ist es eh immer schwierig einzuschätzen. Weil wie gesagt, wir hatten es vorhin angesprochen, da ist sehr häufiger Wechsel natürlich immer angesagt. Das heißt, du kannst auch keine konstante Beurteilung abgeben. Und ich sag mal, die namhaften, wie wir es gesagt haben, standen dann auch letztendlich oben. Ja, wie war es in, ich glaube, in die W-Hardcore? Sven, Nate, ne? Ja. Konnte man so ein bisschen, also Mercury hat die LAN gewonnen. Dementsprechend bin ich mir sicher, dass man die auf jeden Fall, ich kann es nicht hundertprozentig einschätzen, haut mich, wenn ich falsch liege, hat man schon damit gerechnet, dass die relativ weit vorne landen, vielleicht das Ganze auch gewinnen, aber so im Großen und Ganzen die Top 3, Mercury, Loyal Brotherhood und dann Chaos Crew. Einschätzung, konnte man so erwarten oder auf gar keinen Fall, kann ich gar nicht verstehen, was denn da passiert? Mercury auf jeden Fall, weil die haben ja auch die LAN auch mit 5 Mann gegen ein paar Leute gewonnen, also ein paar Teams, da wusste ich auf jeden Fall, wenn die mitspielen, die Hardcore, die haben das Ding gewonnen. Ja, ich rede einfach mal, also Teams überrascht, die da mitgespielt haben, waren generell jetzt meines Erachtens als Leader von Hornets wir selber. Ja, das war meins. Also ich habe nicht gerechnet, dass wir so weit kommen. Ich hatte mir einfach nur damals gedacht, dass ich mit meinem Team die Gruppenphase als Zweiter überstehe, da wir auch Fraternitas in unserer Gruppe hatten und wir wussten immer, das ist kein leichter Gegner, dass wir sie geschlagen haben, war uns ein Zeichen, dass wir auch noch mehr können und dann sind wir ja weiter hochgerutscht, aber im Endeffekt fehlt unter den Top 4, 5, sagen wir jetzt mal, weil es fehlt natürlich Fraternitas, ist ein großer Name, spielerische Leistung auch, egal wo sie spielen, ja, ob der DSBL, erste Liga oder sonst irgendwelche Cups. Meiner Meinung nach, ja, und Mercury war sowieso der achtens mit DG Blue die 2 stärksten Teams, obwohl ich nicht damit gerechnet hätte. Also ich fand es halt traurig, dass Mercury gegen Dynasty Gaming schon im Halbfinale gegeneinander spielen musste, dass die sich schon rausgekloppt haben. Ja, und wir letztendlich um Platz 3 und 4 DG besiegt haben mit dem letzten Ding. Also es war eigentlich alles so wie erwartet, außer dass halt Fraternitas fehlte mit oben drin. Sonst war eigentlich alles, glaube ich, so wie sich das gehörte. Ja, gut, dann haben wir das so ein bisschen abgehakt. Es wäre jetzt eigentlich noch das Thema so gewesen, größte Überraschung, aber wir haben das so ein bisschen mit abgehakt, deswegen werden wir das Thema jetzt überspringen und werden direkt zum Thema Social Media Entscheidung springen und ja. Mir fällt gerade auf, ich wollte eigentlich ein Video einspielen, hab's aber nicht in OBS drin. Ach man, hab's tatsächlich vergessen, das Tin-Glitch-Video einzufügen. Aber ich denke mal, die meisten wissen, was es ist. Also wir hatten ja einige an Entscheidungen, einiges an Themen, die ja einiges an, jetzt habe ich vergessen, wie es heißt, an Protesten, die behandelt werden mussten. Ich glaube, der größte Protest, wo es am meisten auch öffentlich oder ich sag mal Diskussion auf Facebook und so weiter gab mit ja Statement Posts von verschiedenen Teams oder so, aber ja, war das Spiel Roa gegen EMP im Halbfinale oder Viertelfinale, ich weiß es gar nicht, ich glaube im Viertelfinale, oder? Ich weiß es nicht. Ja, Halbfinale oder Halbfinale oder Viertelfinale? Das war Halbfinale. Halbfinale, okay, Halbfinale. Nee, es war Viertelfinale. Halbfinale habt ihr gegen CRZ gespielt.
Ja, Viertelfinale. Viertelfinale Rohr gegen EMP im MWR-Core-Bereich. Ich weiß auch nicht, wer von EMP es war, aber ein EMP-Spieler hatte den Tin-Glitch auf Backlot. Die MWR-Spieler wissen, was gemeint ist, benutzt. Dieser ist logischerweise verboten. Und ja, Marc, vielleicht kannst du erstmal so ein bisschen selber darstellen, wie es zur Entscheidung kam und was genau die Entscheidung war. Und dann können wir so ein bisschen mal kurz darüber diskutieren, ja, ob ihr diese Entscheidung für gerechtfertigt findet oder ob ihr sagt, falsch. Natürlich ist es im Nachhinein immer alles, ja, finde ich, ist auch noch im Nachhinein schwierig zu betrachten. Und im Prinzip kommt es auf dem, was ich vorhin ja schon gesagt habe, mit dem Strafenkatalog, dass eben das dort, hätten wir so einen Strafenkatalog gehabt, hätte man auch ganz anders das handhaben können. Also hätte man quasi gucken können, das und das ist passiert, die und die Strafe tritt ein oder so. Und es gab eben viele Entscheidungen, auch wie bei Backlot zum Beispiel, wurde genutzt, hat aber in dieser Runde keinen Vorteil gehabt. Gab es die Diskussionen dann und zu Recht von vielen, ja, die haben es genutzt, aber hatten ja in dem Augenblick keinen Vorteil. Die haben ja niemanden gekillt dadurch oder. Ist das jetzt nun ein Vorteil oder nicht? Hast du anders auch gehabt, da wurde eine Waffe genutzt, es wurde kein Kill damit gemacht, aber sie wurde halt benutzt. Da kann man wahrscheinlich jetzt auch bis morgen früh diskutieren. Hat das einen Vorteil, hat das nicht einen Vorteil? Wir haben generell, standen hinter den ganzen TMA-Masters 14 Member von TMA, die oftmals in allen Sachen mit einbezogen worden sind und dort eben halt mitentschieden haben. Wir haben dann auch zwischendurch die Caster immer wieder mal um Rat gefragt, weil die eben viele Matches kennen, gesehen haben und auch ihre Meinung manchmal sagen konnten, weil sie alles beobachtet haben. Es gab auch ein paar wenige Proteste, wo wir auch denn mit uns mit anderen Admins oder mit Leuten, die früher halt Erfahrung hatten als Supporter oder so, uns einfach mit dem mal kurz geschlossen haben, um einfach da mal auch externe Erfahrungen zu holen. Ich muss dazu sagen, wir haben aber auch nie immer, wir haben nicht die Teamnamen genannt, um auch gar keinen, ich sag mal, Vorteil irgendwie hervorzuholen. Weil hätte ich jetzt gesagt, Team Fallout gegen McCue Esports, dann wäre die Gefahr gewesen, dass derjenige sagt, McCue Esports sind schon meine Fans oder meine Fanboys oder so. Ja, McCue ist alles in Ordnung oder so. Und deshalb, so sind die Entscheidungen gefallen. Ein paar Entscheidungen gab es, ob jetzt hier bei EMP gegen Roh, ob das jetzt ist, so eine Sache ist. Bei manchen Sachen habe ich im Nachhinein gedacht, okay, man hätte es auch anders noch machen können. Und manche hätte es auch sogar härter drauf treffen können, sollen. Hast du erklärt, was für eine Entscheidung getroffen wurde bei dem Thema? Jetzt bei EMP gegen Roh. Da wurde quasi eine 8-0-Wertung gegen EMP für die seine Seite gemacht. Die Forderung von Rohr war aber, dass man gesagt hat, ich glaube, das ganze CW wiederholen. Oder die Map, ja, ich glaube, die ganze Map wiederholen. Die ganze Map wiederholen, so war das, genau. Und da waren wir zum Beispiel der Meinung, auf der anderen Seite, da gab es ja keine Vorteile zu holen. Und deshalb haben wir gesagt, okay, EMP muss aber auch bestraft werden, also man kann das nicht einfach ignorieren. Deshalb kriegen sie eben halt diese 0-8-Wertung. Und ja, einige haben gesagt, das war in Ordnung, andere haben gesagt, man hätte die ganze Map wiederholen müssen. Und wie gesagt, da könnten wir wahrscheinlich jetzt noch ewig diskutieren. Ja, ich will nur kurz gleich mal so die eine oder andere Meinung dazu hören. Ich möchte mal kurz erklären, warum das so auch so ein bisschen aufgeputscht war. Der Grund war, durch dieses 8-0, was EMP gegen sich gewertet bekommen hat, das war die dritte Seite der Map. Und sie brauchten dann nach dieser dritten Seite nur noch, ich glaube, 3 Punkte oder sowas zum Sieg auf der vierten Seite. Und die Aussage am Ende hat EMP diese 3 Punkte auf der letzten Seite schnell gemacht. Und dadurch war das Spiel entschieden. Und durch diese 8 Punkte, die EMP abgezogen bekommen hat, hatten sie am Ende, laut Rohrs Aussage, weil sie die vierte Seite nicht mehr. Tschüss! Er ist absolut bei Too Fast to Furious. Jetzt habe ich völlig rausgebracht. Rohr hatte halt, nachdem das Spiel entschieden war, gesagt, ja, wir haben natürlich da nicht mehr richtig zu Ende gespielt und das 8. Und dementsprechend war das Ergebnis dann am Ende ein Abstand von 9 Punkten und dementsprechend hat dieses 8-0 gegen EMP das Ergebnis vom Grundsatz her nicht effektiv getroffen, weil ja, der Sieger hieß trotzdem EMP. Und ja, Rohr hat das Ganze sehr, sehr groß aufgezogen und ja, sehr, sehr viel daraus gemacht und ja. Ich würde es einfach mal an die MWR-Leute weitergeben, weil ich weiß gar nicht, ob die ganzen EW-Leute überhaupt wissen, was genau mit dem Tin-Glitch gemeint ist. Dizzy, ich glaube, du weißt ganz genau, was gemeint ist. Was sagst du?
Zu dem Glitch? Oder zu dem Glitch oder zur Entscheidung? Beides. Also Glitch, ja, keine Ahnung, das ist sinnloses. Vor allen Dingen on-stream muss schon, naja. Natürlich, ja, man muss gut dumm sein, ne? Sowas on-stream zu machen, muss man ja ehrlich so sagen. Ja, aber an sich, ich glaube, der beeinträchtigt nicht so krass das Spiel. Ich weiß nicht, ob man die A-Spieler so wirklich sieht. Man sieht die, glaube ich, nur durch die Mitte und links durch die Ellie kommen, würde ich einfach mal so behaupten. Ja. Oder? Also, ich guck da selber nicht durch, ne? Ja, davon abgesehen, aber der ist einfach nicht so krass, dass man sagen könnte, okay, wie bei Strike oder sowas, wo man die komplette Mitte sieht, wo man sagen kann, okay. Also, meiner Meinung nach, klar, okay, vielleicht hätte man die Map wiederholen sollen, also die Seite, aber an sich, ja. Na gut, aber da kann ich dann auch sagen, dass in dem Moment, wenn jetzt diesen Glitch hier jemand durchrennt und man sieht ihn, sagen wir mal 1 gegen 5, der hat alle geholt, außer den letzten, und dann sieht ihn, dann weiß er genau, wo er kommt. Oder ja, dass das er ihn gemacht dann, hat oder dies das gemacht hat. Ja, das wäre dann schon wieder so ein. Ja, das ist wieder so eine Sache, es gibt wieder was. Genau. Er hat nichts gemacht, aber wenn er was gemacht hätte. Ja. Das ist so die Sache. Deswegen am besten neutral bleiben, egal ob er was gemacht hat oder nicht zum Beispiel. Das fand ich die Entscheidung nur noch zu schwach. Also ich hätte was ganz anderes gesagt, aber ich bin ja kein Manager. Ich sage auch mal was dazu, weil ist ja auch mein Team sozusagen. Also natürlich, das gehört sich nicht. Ich hatte auch mit denen da eine Diskussion. Ist ja klar, dass ich nicht gesagt habe, hey, gut gemacht und so, sondern ich habe da auch meine Meinung dazu gesagt. Ich bin da ja auch eurer Meinung. Das, also ist auch sowieso mega dumm. Vor allem, es wird gestreamt und dann wird halt so ein Shit gemacht. Ja, aber ist halt passiert. Ich bin auch nicht dafür gewesen. Aber wenn man jetzt nochmal drauf eingeht, ich kenne den Glitch jetzt nur vom Hören und so, ich habe keinen Plan, wie der funktioniert, keine Ahnung. Aber ich weiß, dass Rohr irgendwie 3-4 Mal nur auf B gegangen ist und die haben auch die Runden, wo sie auf B gegangen sind, auch immer geholt. Ich weiß jetzt halt nicht, ob es auch mal dann in der Zeit gemacht hat, wo die zu B sind. Keine Ahnung, auf jeden Fall haben die Runden halt auch immer geholt und ja, wie DC schon gesagt hat, ob der jetzt so effektiv ist, dieser Glitch, keine Ahnung. Ich weiß es jetzt halt auch nicht. Aber ich möchte mich auch hier nochmal dafür entschuldigen, wenn wir jetzt hier schon mal so öffentlich sind. Und ja, und die Bestrafung, ich meine, wir haben 8 Punkte, also ich meine, die haben 8-0 bekommen für die Map. Also im Prinzip eine komplette Seite. Was will man mehr? Es hat halt overall nicht mehr gereicht. Okay, deswegen nochmal ein Tipp dazu, egal wie es halt steht, man muss halt trotzdem fighten bis zum Schluss. Genau, das ist das, nämlich, wollte ich ihm gerade auch sagen. Das wollte ich ihm gerade auch sagen, wie irgendjemand eben gerade schon erwähnt hat, ich habe nicht richtig zugehört, dass Rohr eben zum Schluss ja nicht mal richtig gespielt hat, weil sie gedacht haben, okay, wir haben eh verloren. Und ich weiß nicht, das ist immer so ein Kriterium bei so einem Glitch. Meiner Meinung nach, ich bin ganz ehrlich, ist einfach nur meine Meinung. Natürlich waren die mad und so, und die haben sich auch irgendwie wahrscheinlich nochmal hier die Videos angeschaut, die Wiederholungen oder was weiß ich was, und haben halt gesehen, dass da einer hier da den Glitch gemacht hat, und dann wollten die einfach nur noch dass die Map wieder gespielt wird, dass die halt nochmal sozusagen eine Chance haben zu gewinnen. So, im Endeffekt sehe ich das halt so, obwohl die 8-0 bekommen haben, die waren trotzdem nicht zufrieden. Warum? Weil sie verloren haben, trotzdem noch overall. Hätten sie aber gewonnen mit den 8-0, da hätten sie natürlich nicht mehr gesagt, ja hey, lass trotzdem Rückspiel machen. Das stimmt, da hat er recht. Da auch nochmal eine Frage. Das ist auch so eine Sache wieder, also wenn wir schon 8-0 bekommen, dann einfach jetzt anstrengen, weil du hast 8 Punkte geschenkt bekommen und dann den Sieg holen und nicht sagen, ey, ich hab keinen Bock mehr, wir verlieren trotzdem. Ja, wussten sie es zu dem Zeitpunkt, also mitten im Match, dass sie schon gewonnen haben? Okay, ich hab's nicht verfolgt, aber ja, das ist natürlich dann deren Fehler. Man kann natürlich viel darüber diskutieren, dementsprechend ist das Ganze, ja, finde ich, führt zu weit, wenn wir das jetzt noch weiter ausführen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass die Entscheidung, vor allen Dingen in dem Sinne auch noch EMP, sie hat zwar so gesehen, dass 8-0 hat EMP nicht affected, aber ja, EMP hatte noch zusätzlich, ich weiß gar nicht, ob Marc das eben angesprochen hatte, die Strafe bekommen, dass sie im Verlauf des Turniers, also Halbfinale und fürs Finale, ihre eigentliche Homemap-Backlog nicht mehr spielen durften. Das heißt, da wurde EMP auf jeden Fall geschwächt für die weiteren Maps. Und weiteren Matches, und trotzdem hat sich EMP am Ende durchgesetzt, also das verdient schon großen Respekt, finde ich. Gehen wir mal weg von den Social Media Entscheidungen, weil wir hatten zwar noch einmal diese große Sache, wo immer wieder Kritik kommt, das Benehmen der Teams, Teabaggen, Gommeln, Bodyshooten, aber ich glaube, wenn wir das jetzt nochmal ansprechen würden, dann sitzen wir morgen früh noch hier, weil ich glaube, da
gehen hier die Meinungen sehr, sehr weit auseinander vermutlich. Deswegen lassen wir das einfach mal weg. Wenn wir am Ende noch Zeit haben, vielleicht kommen wir nochmal darauf kurz zurück. Aber ich muss ein bisschen gucken, dass wir zeitlich nicht bis 4 Uhr, bis 24 Uhr hier sitzen und über Themen diskutieren, die spannend sind, finde ich, aber auch auf eine gewisse Art und Weise zu weit dann ausgeführt werden. Deswegen kommen wir mal zu was, finde ich, sehr, sehr spannendem und dann doch deutlich interessanterem, weil jetzt gibt es dann auch bewegte Bilder, erstmals heute im Stream. Wir haben verschiedene Top 5 Kriterien, Top 5, mir fehlt ein Begriff, aber egal, Top 5 Dinge halt. Wir haben einmal Top 5 Moments, Top 5 Matches, Top 5 Spiele und Top 5 Fails. Und wir fangen jetzt gleich mal an mit den Top 5 Moments. Und auf Platz 5 haben wir einen MWR-Clip, und zwar Blaze von CryZ im Achtelfinalspiel gegen EMP. Mit dem 1 gegen 5 in einer sehr, sehr entscheidenden Phase. Am Ende hat es trotzdem nicht gereicht für CryZ, aber schaut doch selbst. Jetzt 1 gegen 5, 4, 3 für Blaze. Aber wenn ich es jemandem zutraue von CryZ heute, dann ihm. Mit Abstand der beste Mann heute für CryZ. Und jetzt 1 gegen 1. Klatscht er hier in so einer Phase. Das 1 gegen 5, das wäre unfassbar. Aber wie gesagt, wenn ich es jemandem zutraue, dann ihm. Ja, und damit geht die Runde an CryZ. Blaze klatscht. Tatsächlich hier das 1v5 in dieser Runde, unglaublich. Also, als hätte ich es irgendwie prophezeit. Richtig, richtig stark von ihm. Ja, und dann ist das Video vorbei. Platz 5 bei den Top 5 Moments, also an Blaze von CryZ. 1 gegen 5. Wir haben das ein oder andere 1 gegen, ich sag mal, 4, 5 schon gehabt. Haben uns für dieses 1 gegen 5 auf Platz 5 entschieden, weil das in diesem Moment eine sehr, sehr wichtige Runde war. Ich glaube, EMP hat, das war die letzte Seite, erste Runde habt ihr ja gesehen. EMP hatte absolut das Momentum auf Backlot, hat, glaube ich, mit 2 Punkten geführt. CryZ war der klare Favorit, hatte auch den Druck, das Spiel unbedingt gewinnen zu wollen, weil sie sich selbst auch in diese Favoritenrolle gebracht haben während der Auslosung. Und da, war Blaze, habt ihr auch, ich hoffe, der Ton hat gepasst, hat man auch gehört, wie ich ja gesagt, ich habe ja gecastet, wie ich ja auch gesagt habe, wenn ich jemandem zutraue, das zu machen, dann ihm, weil er hat in dem Spiel allgemein eine richtig, richtig gute Leistung abgeliefert. Und ich denke, das hat sich in diesem 1 gegen 5 auch wieder gespiegelt. Irgendwelche Kommentare von eurer Seite? Kritik an EMPs Spielweise? Nein, Quatsch. Fange ich direkt an. Ich habe ja das Video kurz gemacht, glaube ich. Ich habe es ja als allererstes gesehen. Ich meine da als Edit. Und ich muss sagen, das hat er echt gut gemacht. Also, das muss man sagen. Dass er jetzt gepusht ist und dann am Anfang direkt 3 Leute bekommen hat, das ist echt ein Clip wert. Das ist echt gut. Deswegen ist es ja auch jetzt hier gerade leider nur unser Top 5. Es gibt natürlich auch bessere Clips, die dann nachkommen, aber ansonsten extrem guter Clip. Am Ende noch Ding, den letzten getötet, easy. Wo sind einfach die MWR-Experten? Diese Meinungen. Ich und MWR-Experte, okay. Ja, aber als Teil des MWR-Bereichs. Ja, ich würde sagen, das hat er gut gespielt. Also mehr braucht man dazu eigentlich gar nicht sagen. Er hat sein Köpfchen benutzt, worauf ich sehr viel achte. Hut ab, Blaze. Weiter so. Platz 4 haben wir einen waschechten TMAler in den Top 5 Moments mit dabei. Auf Platz 4 haben wir Closer. Einige werden den Clip schon gesehen haben, weil das, glaube ich, ein TMA-Quickie ist. Ja. Genau. Es ist im MWR-Hardcore-Bereich passiert. In welchem Match war es, Shakur? War gegen Joker, wo ich dann auch nicht mal mitspielen konnte. DJs 11. Mein Internet weg war. DJs 11 gegen Legends of Joker. Ja, du hättest sonst auch nicht mitgespielt, weil du viel zu schlecht bist. das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Spielen wir ein und zeigen euch diesen Kill mit der Desert Eagle. Okay, nochmal B. Nein, das war nicht schön. Extra gewartet. Ja. Einer steht, zweiter B, dritter B, komm mit rüber. LOL! Oh mein Gott, Closer. Oh mein Gott.
Platz 4, Desert Eagle Across the Map auf Overgrown. Das macht richtig Laune auf Hardcore, oder? Naja, ich bin nicht der Hardcore-Fan. Hier, ich sagen, hier, den ich, Tipp spiele ich nicht. Nee, Quatsch, also... Aber ein starker Shot. Ich muss sagen, ich habe mir das Video ja 3-4 Mal angeguckt. Ich muss sagen, ich habe nicht ein einziges Mal bisher den Gegner gesehen, auf den er da geschossen hat. Und ja, ein unglaublicher Kill, finde ich. Finde ich verdient in den Top 5, weil ja, sowas habe ich noch nie gesehen. Außer von Deezy, aber der hatte dann meistens die Sniper. Ja. Ich habe es auch mit der Deagle geschafft auf Pipeline. Also. Also, schon gut heftig. Ich glaube, Close hat den selber nicht gesehen. Ich glaube, das war einfach ein Luckshot. Ja. Und Spray, ja. War auch selber schockiert, dass er danach einfach absolut random rausgelaufen ist und dann across map gekillt wurde. Aber ja, man hat auch gehört, ich hoffe, der Ton hat gepasst, man hat auch gehört, wie er ja meinte, ach du Scheiße oder sowas. Oh mein Gott, hat er gesehen, ja, irgendwie oh mein so, Gott. Ja. Also, man hat auf jeden Fall gesehen, er war selbst überrascht, dass er da so einen Kill bekommen hat. Platz 3, wir gehen in IW. Leider haben wir keine IW, ah doch, wir haben sogar eine IW 6 gegen 6, fällt mir gerade auf. Aber ja, wir gehen in IW in den Ormut-Bereich. Ich muss mich leider schämen, weil leider ist der Clip gegen Team Serenity erspielt worden. Marcel COD von Virus Raptors mit einer 17er Streak in Hardpoint. Bitteschön. Marcel noch, auf nach 5er Streak. Machen wir 6 draus. 125 Punkte vor der Trinity. Und das ist die Trinity. Und das ist das Bombardment. Arbeitet jetzt Richtung Warden. 250 Punkte. 150. Das wäre natürlich ein 8er Streak für ihn hier. Geht jetzt richtig rein und used hier die Trinity. Kann damit auch noch 2 Kills ziehen. 10er Streak hier für Marcel, der hier absolut reingeht gerade. Bombardment jetzt auch noch geused von ihm. 100 Punkte zum Warden. Das sollte Team Serenity auf jeden Fall verhindern. 11er Streak für ihn. Halleluja, er wird mit Sicherheit jetzt hier safe spielen auf den Kill, deswegen bleiben wir auf ihn drauf, auch wenn das Geschehen eigentlich gerade komplett woanders ist. Matrix auch noch mit einem Double-Kill. Und das ist der Warden! Das ist der Warden und der nächste Two-Piece von Marcel. 13er Streak, wir bleiben auf ihn drauf, bis er stirbt. Jetzt, das ist unfassbar, was er hier gerade spielt. 14 für ihn. Und ich glaube nicht, weil Marcel immer noch nicht gestorben. 15 für ihn, kann ihn mal bitte jemand töten? Sein Warden macht natürlich jetzt auch die Kills. 16 für ihn. Und ich glaube, das ist hier schon für die 4. Waffe, die Marcel hier in seiner Streak used. 17er Streak für ihn. Und dann ist er endlich tot. 17er Streak, 26-9. Ja, Damage is done, wie man so schön sagt. Also, ja, man hat es gesehen zum Start, glaube ich, wo der Clip anfängt, stand es ungefähr 80-50 oder sowas in dem, um den Dreh für VR. Am Ende des Clips steht es 220-80 für VR. Ich war ja dabei, 17er Streak, Warden, Full Streaks in Hardpoint. Full Streaks in Hardpoint sieht man oft, 17er Streak, so wie in dem Fall, ja, habe ich sonst während des Themamaßes nicht gesehen. Sebi, wir haben ja, wir sind ja die einzigen beiden hier, die, glaube ich, den Augenbereich so richtig verfolgt haben. Ich habe das gecastet, aber wenn du das jetzt siehst, so bist du wenigstens ein bisschen neidisch auf mich. Ja. Ja. Du hast halt den Moment gehabt, durch das, dass es dein eigener Plan war, da bin ich jetzt nicht so neidisch. Wenn ich das bei meinen Jungs gesehen hätte, wäre ich glaube die Decke hoch. Wäre immer gut gemacht. Ich meine, er stand aber auch nie im Hill drin. Er hat natürlich auch ziemlich safe gespielt, hat auch gut gemacht. Nichtsdestotrotz muss er da rausgezogen werden. Dass er natürlich so eine Serie aufbaut, das ist natürlich belastend. Ja, hab ja auch am Ende gesagt, Gott sei Dank ist er mal tot. Also, es war ein unglaublicher Streak und er war in diesem Match allgemein, Marcel, ich weiß nicht, ob du zuschaust, aber wenn, unfassbar, was du in dem Match gemacht hast, vor allen Dingen dann halt auf dieser Streak. Ich glaube, insgesamt war er da 2 Minuten am Stück am Leben, beziehungsweise, nee, 2 Minuten, seit er auf der 5er Streak war, sagen wir mal so, bestimmt 2 Minuten 30 am Stück ist er nicht gestorben in Hardpoint. Und er war zwar nicht im Hill, wie du sagst, Sebi, aber trotzdem, er hat halt die Kills außenrum gemacht und seine Mates waren gleichzeitig im Hill, man hat es ja gesehen. Es war ja nicht so, dass Serenity die Punkte gemacht hat, sondern, ja. VR hat halt trotzdem die Punkte gemacht und hat ja, war ein gutes Spiel von ihm, gar keine Frage. Ja.
Platz 2, ebenfalls ein Thema Quickie, Thema Quickie? Oder nee, weiß ich gar nicht, ob es Thema Quickie war, aber auf jeden Fall haben das mit Sicherheit einige schon gesehen, weil wir haben es auch gezeigt in der IW Hardcore Finalshow. Warum es drin ist, es ist Ninja Diffuses, sieht man oft. Ninja Diffuses hatten wir auch einige während der TMA Masters. Aber ja, Ninja Diffuse, der am Ende das Spiel um Platz 3 entscheidet, das ist doch schon mal was Besonderes. Und ja, eventuell habt ihr es gesehen, ja, Chaos Crew gegen Dynasty Gaming. Spiel um Platz 3, IW 6 gegen 6 Hardcore, bitteschön. Ninjas haben wir viele schon gesehen, auch das ist an sich, so vom Ninja an sich, 1 gegen 5 Ninjas findet man heutzutage fast schon jede Woche, aber ja, einfach durch den Moment, in dem es war, hat das bei uns den zweiten Platz bekommen und ich bin froh, dass wir einen Beteiligten dabei haben. Nate, erzähl doch mal, was war das für ein Moment? Ja, also ich muss schon sagen, also mich hat es schwer getroffen, weil ich war erstmal total entsetzt, warum die Runde erstmal zu Ende war. Ich wusste gar nicht, was passiert ist. Meine Jungs haben halt einfach vorne rumgebrüllt. Und ja, Tim Mix, wie der den auch gemacht hat, ist in meinen Augen, also ist mein bester Spieler, kann es im Endeffekt so sagen, ja, er weiß manchmal genau, was er tun muss und was nicht. Und in dem Moment hat halt so, also weil Druck war ja bei Blue, war ja nicht bei uns, die mussten die Runde holen für den Unentschieden und wir im Endeffekt für den Sieg. Und dass er die Wall oben gelaufen ist und das dann direkt gemacht hat und sich da hingelegt hat, war von ihm sehr gut gemacht, von meinerseits aus, von DG, mit 5 Leuten, die da alle rund um die Bombe standen, nicht einer darauf geachtet hat, mal kurz auf die Bombe zu achten, um mit Ninja Defuse zu vermeiden. Ja, selbst schuld im Endeffekt für sie, aber glücklich für uns. Ah, war nice, ja, kann man so sagen. Ja, mehr gibt es dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Wie gesagt, Ninjas haben wir viele gesehen. Daniel, wir hatten ja auch einen im MWR Hardcore-Finale. Da war es nicht so eine entscheidende Runde wie der, aber auch das war ein ziemlich guter Ninja Defuse, der ja die Hoffnung nochmal am Leben gehalten hatte, glaube ich, für Qualitics war das. Aber ja. Platz 1. Es ist nicht unbedingt das beste Play, auch nicht das beste Play in den Top 5, aber es ist ein Moment, der mir und vermutlich auch vielen anderen, die TMA Masters verfolgt haben, immer in Erinnerung bleiben wird, weil, ja, der Moment einfach auch durch meine Emotionen dabei, ja, doch, finde ich, ein ganz besonderer ist. Auch den habt ihr mit Sicherheit schon gesehen, aber ja, für uns Platz 1 einfach aufgrund der Emotionalität, wie dieses Match verlaufen ist. Zoas gegen Mercury, Verlängerungsmap-Shipment, Round 11, 1 gegen 2, Patrick, bitteschön. Okay, gut. 1 gegen 2 aus Sicht von MES für Rainbow, Last Alive, der letzte, 1 gegen 1, Round 11, wer gewinnt es? Es ist MES! Oh mein Gott! Ich hatte es prophezeit, Round 11, 1 gegen 1. Ja, kein langer, auch kein überragender Clip, kein überragender Kill oder sowas, aber diese Emotionalität, Zoas hat hinten gelegen vor der dritten Map mit 5 Punkten, musste auf der Map des Gegners mit 8 zu 3 gewinnen. Hat da in der letzten Sekunde, wirklich in der letzten Sekunde der vierten Seite auf Vakant, glaube ich, war es, im 1 gegen 1 den Kill gezogen zur Verlängerungsmap und dann Verlängerungsmap Round 11, 1 gegen 2. Ja, Patrick, du hast den entscheidenden Kill gemacht. Wie haben die Finger gezittert auf der Map und wie ja, war die Reaktion deiner Teammates? Also, ich muss sagen, erstmal war es ungewohnt, auf Shipment überhaupt zu spielen, 6 vs 6. Erstmal reinzukommen, weil man weiß, dass Nades und Flash und so alles fliegen.
Die Spannung war sehr groß bei uns im Team. Jeder war sehr aufgeregt und als dann Round 11 kam, war es umso mehr aufgeregter, wer wo steht und wer was macht. Ja, dass nachher dann aus dem 2-1 dann die Situation auf 1-1 kam. Ja, war auf jeden Fall für mich sehr aufregend. Allein, dass ich dann so schnell umgestellt habe, dass ich dann die Siege nehmen konnte und auch aus der Hüfte den ersten Shot überhaupt getroffen habe, war eigentlich sehr glücklich. Wäre das vielleicht nicht passiert, hätte ich vielleicht den Zeitung kassiert und hätten wir vielleicht auch die Runde verloren. Ja, was soll ich noch weiter dazu sagen? War auf jeden Fall ein echt schönes Spiel und auf jeden Fall steht wieder ein Source von mir nochmal. Sven, ich weiß gar nicht, ob du es verfolgt hast, aber du hast es ja auf jeden Fall im Nachhinein gesehen. Wir hatten ja noch ein zweites Mal Round 11 das Vergnügen, ich und Mercury. Dazu nachher nochmal was, aber hast du es im Stream verfolgt? Nee, ich hatte leider einen Notfall und war deshalb aus persönlichen Gründen leider nicht da. Dann, als du im Nachhinein gesehen hast, was war das für ein Gefühl? Was war deine Reaktion auf das, was da abgegangen ist? Ja, Wahnsinn. Also, keine Ahnung, ich kann das nicht in Worte fassen. Ich muss sagen, ich habe nachher zu Hause gesessen und mir 2,5 Stunden den Stream nochmal in kompletter Wiederholung angeguckt. So, wie gefühlt das ganze Team auch nochmal. War, ja, und dann dieser Schrei, wer ist es? Es ist MES. Es war einfach, ja, Wahnsinn. Überragend. Ja, das waren unsere Top 5 Moments der TMA Masters. Ich bin sicher, man kann darüber diskutieren. Vor allen Dingen in den IW 6 gegen 6 Bereichen gab es mit Sicherheit auch Situationen, die hier vielleicht reingehört haben, aber wir haben nun mal davon leider nichts gesehen, außer den Finals. Und ja, deswegen können wir die leider nicht so krass integrieren. Wir haben halt den Ninja von Chaos Crew, weil wir den bekommen haben. Aber ansonsten würde ich jetzt einfach nochmal kurz die Frage an euch stellen. Gibt es irgendeinen Moment, wo ihr sagt, der hätte da unbedingt reingemusst, der fehlt? Oder sagt ihr, oder seid ihr ungefähr einverstanden mit den 5 Clips, die wir jetzt rausgesucht haben für diese Top 5. Also mir fällt einer ein, ich weiß jetzt nicht, wie die anderen den gesehen haben, der warst du auch ein bisschen spät drauf. Im Hardcore-Bereich Finale hat wir lagen waren mit 2 gegen 4 und dann hat Adi einen Triple-Kill auf Precinted, ja. Ich weiß nicht, wie die Bombe hieß, auf jeden Fall einen Triple-Kill gezogen und dadurch kam es erst zu dieser 1 gegen 1 Situation. Und das war auch in Round 11, also das war auch ein sensationeller Moment auf jeden Fall. Moment. Ob der jetzt da reingehört, weiß ich nicht, aber... Muss kurz einhaken, von wegen, ich war zu spät drauf, beim IW Hardcore-Bereich war ich nicht am Dings. Da musst du dich bei deinem Member, der gestreamt hat, beschweren, dass er nicht drauf war. Ja, okay, dann... Ja. Ja, sonst noch jemand, der vielleicht irgendeinen Moment hat, wo er sagt, vielleicht die 6 gegen 6 Leute aus IW, die sagen, wir hatten da irgendwas, das hätte vielleicht reingehört, dass man da einfach so kurz erzählen könnte. Oder sagt ihr, oder seid ihr ansonsten alle einverstanden mit den Momenten, die wir rausgesucht haben? Wird gerade geschrieben vom Pezzi-Freund, der 3-Piece im 6 vs. 6 Finale mit der Sniper. Ja, das waren 5. Waren das, das war im Halbfinale gegen UB. Da hat der Aimbot auf der B-Seite 5 Leute geholt. Genau. Oh, bist du deppert, das war heiß. Da warst du nicht drauf, die ersten 3 warst doch, du nicht drauf. Doch, ich war dann... drauf, ey. Nee, erst ich danach. Ich hab mich auch voll für den Kill eingesetzt, Mann. Ja, der wäre vielleicht noch eine Option. Ja, war heftig, Mann. Ey, Gott, die alte. Eieieiei. Noch jemand, der irgendeinen Moment hat, sonst würden wir übergehen zur nächsten Rubrik Top 5. Los geht's, Top 5, let's go. Gut, Top 5 Matches haben wir als nächstes. Wie hell? Was weiß ich? Fails war gerade angekündigt im Chat. Fails kommt gleich. Ich gehe mal nach meiner Reihenfolge hier. Da wird zu viel. Fails ist das Highlight, das kommt am Ende der Top 5 Rubriken. Muss ich leider enttäuschen. Top 5 Matches. Bei Top 5 Matches haben wir ja so ein bisschen, wie gesagt, da haben wir jetzt keine Grafiken oder so, haben wir keine Videos, meine ich, sondern nur Grafiken. Platz 5. EMP eSports Silber gegen EMP Intense. Und ihr seht schon Highlights. Es war ein klar internes Duell. Es war der LAN gegen den CL-Sieger. Es war groß angekündigt als Duell der Giganten, glaube ich, war es zwischen den beiden Teams. Einfach ein Match, was ja vermutlich zu dem Zeitpunkt hätte man gesagt, die beiden besten Teams im IW 6 gegen 6 vielleicht aufeinander getroffen sind. Peppo, was war die Reaktion bei euch im Clan, als ausgerechnet dieses Match ausgelost wurde fürs Achtelfinale, für die erste K.O.-Runde, wobei man natürlich sagen muss, EMP Silber war selber schuld, weil sie ja es nicht geschafft haben, sich als Gruppensieger für die K.O.-Phase zu qualifizieren. Aber was war das für eine Reaktion, dass ausgerechnet unter allen Möglichkeiten dieses Match entsteht fürs Achtelfinale? Ja gut, ich meine,
Wir haben ja nicht nur einen Squad und dann ist es irgendwie mal klar, dass man dass man aufeinander trifft, so, wenn man auch mal die Gruppenphase übersteht, sonst denke ich mal, schaut man, dass man nicht, dass man irgendwie nicht zwei gleiche Teams in der Gruppenphase hat. Aber ja, im Großen und Ganzen haben wir gedacht, ja, einfach alle Köpfe nach unten. Sag ich mal so. Wir haben halt gesagt, ja gut, jetzt wir müssen uns gegenseitig raushauen, ist halt blöd. Wir hätten uns gewünscht, dass wir vielleicht, weiß ich nicht, Viertelfinale oder Halbfinale oder so, aber es ist halt jetzt halt so gekommen und ja gut. Ja, ist, so ist es gekommen. Ja. Am Ende hat steht ja auch, EMP Silber konnte sich mit 23 zu 17 durchsetzen, ist aber in der Runde danach, glaube ich, an Rapid Gaming. An Fallout gescheitert mit 29-11, haben wir eben besprochen. Große Überraschung. Zumindest, dass Fallout gewonnen hat, vielleicht nicht unbedingt eine Riesenüberraschung, aber das Ergebnis war schon sehr, sehr deutlich da im Viertelfinale. Aber ja, für uns einfach ein Highlight dieses Match, einfach aufgrund der Geschichte, die dahinter steht. Die beiden zu dem Zeitpunkt, hätte man vielleicht gesagt, Top-Favoriten im IW 6 gegen 6 Core-Bereich. Ja, für uns Platz 5 der Top-5-Matches der TMA Masters. Auf Platz 4 haben wir nochmal EMP. Da haben wir, das Match Imperial Esports gegen Team Serenity im IW Allmode-Bereich. Ja, Sebi, das war dein Spiel, du hast gecastet. Erzähl, warum gehört das unbedingt in diese Top 5 Matches-Rubrik rein? Ich muss erst mal meinen Zettel holen hier. Nein, es war wirklich ein geiles Spiel und das ist auch das erste, was mir direkt eingefallen ist. Wie gesagt, Allmode war ja auch für mich ein bisschen neu und hat mir dann großen Spaß gemacht und das war auch relativ früh das Spiel, glaube ich. Ich glaube, wir waren noch nicht so weit mit den Masters. Das ging eigentlich um die Comebacks, die in diesem Spiel geschehen sind. EMP White lag auf dem ersten Hardpoint auf Retaliation mit 130 zu 230 zurück und haben es einfach tatsächlich geschafft, das Spiel noch auf 250 zu 249 zu drehen. Das ist natürlich eine verdammt krasse Leistung und spricht auch für eine starke Teamleistung auf jeden Fall. Sind dann aber doch unlucky ausgeflogen, weil Team Serenity dann auch mit dem Comeback kam. Das war dann das SND, wo EMP 4-1 vorne war. Es war eigentlich schon alles safe. Und Team Serenity konnte dann noch mit 6-4 dann wieder gewinnen. War einfach ein schönes Spiel, wo sich wirklich viel gedreht hat, wo viele Comebacks mit dabei waren. Und deswegen ist das Spiel mit Sicherheit erwähnenswert. Ja, es war auch meine Jungs, oder die Jungs von Serenity, hat sich danach darüber gesprochen, die meinten auch, das Match war unfassbar, also wie es da hin und her ging. Sie waren sich bei Hardpoint schon sicher und dann, ja, am Ende kam überhaupt nichts. Dann haben sie es dann noch verloren und ja, haben dann mit das S&D waren sie dann doch ein bisschen stolz, aber ja, das für uns Platz 4, weil es einfach, ja, unglaublich spannend war, extrem spannendes Hin und Her steht ja hier. Alle Modis waren sehr, sehr eng, sehr, sehr spannend und am Ende, ja, mit dem vielleicht glücklicheren Ende, könnte man sagen, für Team Serenity dann im SND. Platz 3, der Top 5 Matches, ausnahmsweise mal kein Imperial Esports, nee, Quatsch. Wir bleiben im Allmode-Bereich, Sebi, unser, Grand Final im Allmode-Bereich, Syntik Esports gegen Llama Crew. Es war für mich nach dem Match vielleicht zwischen Swaz und Mercury das Match überhaupt. Es hat, glaube ich, das ganze Match, weil es ja in zwei Best of Fives ging, hat, glaube ich, 2 Stunden gedauert. Es war immer unnormal eng. Syntik, wir hatten am Anfang gesagt, wir sehen Llama Crew vorne, glaube ich. Dann hat Syntik das erste Best of Five 3-1 geholt und dann ging das zweite Best of Five auch noch bis auf, ja, bis auf die Map 5. Ein unglaubliches Match. Ja, war ein geiles Spiel, war ein sehr langer Abend. Ich glaube, 6 Stunden haben wir gestreamt. Ja. Ich glaube, so ziemlich. 6,5 sogar. Oder 6,5 Stunden. Der Host bei dem Spiel war vor allem richtig geil. Ja, lass mich sich noch streiten. Hat ja sozusagen am Ende geklappt. Ja, war auf jeden Fall ein richtig geiler Abend. Ich denke, wir haben da eine richtig geile Show gemacht. Hatten zwei tolle Teams, zwei starke Teams, die alles gegeben haben und ja, auch wieder definitiv erwähnenswert. So viel dazu, also es war unfassbar, dieses Match hat richtig Spaß gemacht und ich glaube, ja, Allmode in Deutschland ist zwar so, was so die Perspektive angeht, so haben wir auch gehört, viele Teams lösen sich auch mit sowas, nicht unbedingt so erwähnenswert und auch nicht so angesehen, aber zum Casten, muss ich sagen, hat es mir zumindest unglaublich Spaß gemacht, weil die Matches teilweise echt spannend waren und wir echt coole Plays gesehen haben und ja,
Schade, dass es so wenig Turniere gibt, in denen wir, auch du dann, Sebi, uns irgendwie als Caster da arrangieren können, aber ja, mal gucken, vielleicht gibt es ja demnächst nochmal irgendwie die Möglichkeit, da im Online-Bereich auch das ein oder andere Match nochmal in verschiedenen Ligen oder sowas zu casten. Ja, schauen wir einfach mal. So, und dann haben wir noch zweimal Mercury auf Platz 2 und 1. Jetzt die Frage, was haben wir auf Platz 2, was haben wir auf Platz 1? Auf Platz 2 haben wir, ja, das IW Hardcore-Finale zwischen Mercury Esports und Loyal Brotherhood. Verlängerungsmap Round 11 Precinct. Ich sehe gerade Precinct falsch geschrieben, aber nicht so schlimm. Mercury passiert. Gewinnt mit 26 zu 15. Sven, hast du das komplett verfolgt? Ja, das habe ich komplett verfolgt. Auch das, also ich meine, ihr hattet ja schon vorher, das Zoas MLS-Spiel war ja schon vorher, da hattet ihr schon so ein unglaublich krasses Match. Und dann quasi, ja, Markus und Mercury Round 11, das passt. Da setzt sich Mercury immer durch. Was war es da wieder für eine Situation? Weil es war ja auch noch ein Finale dazu. Ja, es war Wahnsinn. Also, keine Ahnung. Ich glaube, die Spannung war bis ins Ende getrieben. Vor allen Dingen, man muss auch dazu sagen, wir lagen, oder die Jungs lagen, auf der Map von Loyal Brotherhood mit 3 Punkten hinten noch und konnten dann noch irgendwie die 3 Punkte holen und sich somit erst auf die Verlängerungsmap kämpfen. Und dann, ja, dann ist es einfach passiert. Dann ist es so gekommen, wie es irgendwie... Ja, wir uns alle erwünscht, erträumt hatten. Natürlich sehr, sehr spannende Verlängerungsmap noch. Wir haben, glaube ich, 4-1 geführt. Dann war Brotherhood auf einmal, stand es 5-5 und dann, ja, letzter Kill, Nighthawk, bumm. Das war Wahnsinn. Ja, das war Platz, leider bei uns nur Platz 2. Und Platz 1 ist angesprochenes Match bei uns Zoas gegen Mercury. Und ich werde kurz erklären, warum. Wir hatten ja schon so einen kleinen Disput darüber bei WhatsApp, Sven. Ob nicht vielleicht das Hardcore-Match doch davor sein sollte. Ich werde mal kurz begründen, warum wir das uns entschieden haben, das Match auf Platz 1 zu nehmen. Erstens wegen den Emotionen, die dabei waren, von im Stream, von beiden Seiten und dann halt von mir auch. Und dazu, ja, das, was hier steht, Comeback Zoas, vierte Map und dann diese Round 11, die unglaublich war, das Comeback Zoas. Das Match war eigentlich nach 3 Seiten entschieden. Da, ich kann das auch mal so, wir hatten eigentlich so die ganze Zeit so 50 bis 60 Zuschauer. Vor der letzten Map, hatte ich eben schon mal angesprochen, führt Mercury mit 5 Punkten auf ihrer eigenen Map. Ich glaube, Barlox hat da das Spiel seines Lebens gemacht gehabt, auf Vakant. Und dann, ja, waren wir die ganze, wie gesagt, 50, 60 Zuschauer und dann so vor der letzten Seite sind wir so ein bisschen gefallen, so 35, 40. Und auf einmal, ja, mit Runde für Runde, die Zoas näher gekommen ist und wieder aufgeholt hat, hat man so gemerkt, wie die Zuschauer stetig steigen. Und dann waren wir am Ende auf der Verlängerungsmap, glaube ich, bei 100, 120. Irgendwie sowas um den Dreh. Also unglaubliches Match und einfach diese Emotionen, die da drin lagen. Deswegen für uns, oder für mich und für uns, wie wir das gestern besprochen hatten, Platz 1 Mercury Esports gegen Zero Aims im MWR-Core-Bereich. Tut mir leid, Sven, aber ich hoffe, du kannst mit trotzdem einem ersten und einem zweiten Platz leben. Nee, es geht gar nicht. Es tut mir leid. Nein, alles gut. Ich hatte das nur mal angesprochen, gefragt. Das war jetzt kein riesiger Disput oder sowas, Gottes Willen. Also ich hatte das nur mal gefragt, angesprochen, Gottes Willen. Das war... auch keine Kritik in irgendeiner Form. Ja, also für uns der erste Platz. Ich würde jetzt, wie gesagt, wie wir es auch eben bei den Momenten schon mal gemacht haben, ja, wie zufrieden seid ihr mit unserer Einstufung? Was habt ihr vermisst ihr vielleicht für Matches, die wir vielleicht hätten erwähnen sollen, die vielleicht hätten da reingehört? Ich glaube, da kann man viel diskutieren, weil Matches ist immer so eine Sache. Das ist auch so ein bisschen Ansichtssache, weil ich glaube, vor allen Dingen auch unter uns Castern ist es so, dass für uns immer die Matches, die wir gecastet haben, sehen wir immer ganz weit vorne so. Und das ist sehr, sehr schwierig. Das ist, glaube ich, die schwierigste zum Einschätzen gewesen, neben den Spielern, weil wir da nicht alle gesehen haben, da kommen wir aber gleich zu. War das am schwierigsten einzuschätzen, die Top 5 Matches. Vielleicht auch wieder für die IW-Leute, wo wir ja eben nicht alles gesehen haben. Was fehlt euch irgendwie ein Match? Was hätte unbedingt reingemusst in diese, ja, Rubrik? Oder sagt ihr, ist okay, damit sind wir einverstanden, können wir leben. Oder leben müsst ihr sowieso damit, aber ja. Ja, also ich kann gerne was sagen. Also ich finde, ich bin eigentlich schon mit einverstanden, die Matches, die gezeigt wurden. Also ich habe auch andere Modis verfolgt bei den Masters, auch MWR und so. Ich habe bei vielen von den Spielen, wo die Top 5, wo jetzt in den Top 5 sind, die habe ich selbst gesehen und auch miterlebt. Und also ich fand es auch, fand es jetzt auch schwer zu entscheiden, was erster und was zweiter Platz ist, weil ich habe beide miterlebt und ich fand, muss ehrlich sagen, ich fand den zweiten Platz ein bisschen intensiver.
Also das Hardcore-Spiel. Oh, das war's von mir. Sonst noch jemand, der eine Wortmeldung zu bieten hat? Leute, ihr dürft von alleine reden. Niemand? Gut, dann, gehen wir über zur nächsten Rubrik, der vorletzten Top 5 Rubrik. Und die vorletzte Top 5 Rubrik ist, die Top 5 Players der TMA Masters. Da werden wir so ein bisschen in eine offene Diskussion machen. Da haben wir nicht uns Spieler ausgesucht, weil wir gestern auch darüber gesprochen haben. Wir haben uns schon so ein paar Namen rausgesucht, da werden wir gleich auch mal ein paar Namen ansprechen. Vor allen Dingen wir Cast, da haben da ja unsere Favoriten. Und dann, machen wir so ein kleines Brainstorming quasi, was ihr sagen würdet, welcher Spieler da in diese Rubrik reingehört. Oder vielleicht einigen wir uns am Ende auf 5 oder lassen noch mehrere stehen, aber ja, da so eine richtige Reihenfolge zu machen, war sehr, sehr schwierig, weil wir nie von jedem Spieler jedes Match gesehen haben. Aber ich würde mal anfangen, von meiner Seite aus, was wir gestern auf jeden Fall für Namen rausgesucht haben. Ich hoffe, er fliegt nicht weg, aber Dizzy, wir mussten dich leider erwähnen, weil, was du vor allen Dingen im Halbfinale und auch auf Overgrown im Finale mit der Sniper angestellt, das war unglaublich. Ich glaube, vor allen Dingen im Halbfinale jede Map über 15 Kills, immer MVP für dein Team, also krass, also wirklich richtig nice. Und, wenn man mit Daniel spielt, ne? Ja, zu Daniel kommen wir gleich. Wir haben ja noch die Top 5 Fails, aber wir dürfen nichts verraten. Was? Nicht zu dir, zu Reload. Yasin, Sniper, dein Revier, keine Chance, jemand gegen dich? Ja, ohne jetzt abgehoben zu klingen, aber irgendwie, also in CWs auf jeden Fall habe ich irgendwie noch keinen relativ guten, also das gute Sniper-Spieler schon, aber nicht irgendjemand, der gegen mich irgendwie da einen Stich holen konnte, sage ich mal. Also viele, auch EMP zum Beispiel, der Sniper hat, wie schon gesagt, auch eben um mich herum gespielt. Ich glaube, hätte er probiert, mich zu challengen, oder irgendwie in der Richtung, dann hätte er hat es, glaube ich, zwei, dreimal versucht und hat es dann danach auf jeden Fall sein lassen. so wie alle Sniper irgendwie. Es gab ein, zwei, die haben es echt probiert, ne? Hut ab davor, aber haben es eben trotzdem nicht geschafft. Und haben dann, es trotzdem weiter probiert, was der EMP-Sniper nicht gemacht hat. Der hat, um mich herum gespielt und somit dann auch das Match gewonnen. Ja, dann als nächstes haben wir quasi den nächsten Sniper, anderer Bereich. Aber ja, vielleicht Daniel, willst du das ansprechen? Oh, Digga, Aimbot, Alter. Für mich definitiv einer der Top 5 Spieler. Ich glaube, Otto hat es oft genug mitbekommen, wie heftig ich da am Sabbern war, wenn der Typ da seine Aktion abgeliefert hat. Vielleicht kurz sagen, wer genau, welches Team, welcher Aimbot Bereich, von, von QLX im Modern Warfare Remastered Hardcore. Auch Sniper-Spieler von QLX und ja, dann auch wie Arthur vorhin schon mal kurz angesprochen hat, auf Crash da die 5 Kills mit der Sniper gemacht auf der B-Side und der Two-Piece Quickscope zum Round-Win und Alter. Also der Typ war so von den Hardcore-Casts, die ich hatte, war Aimbot definitiv für mich Highlight. Ja, dann haben wir noch aus dem Onward-Bereich auch noch jemanden. Er wird den Stream hundertprozentig nicht schauen und selbst wenn er ihn schauen würde, würde er kein Wort verstehen. El Papi von Syntik Esports. Sebi, willst du? Ja, was soll man dazu sagen? Oder ich kann ein paar Sachen dazu sagen. Ich sag mal, Syntik hatte ich ja natürlich auch einige Streams. Du hattest ein paar Streams. Und gerade bei El Papi und auch bei Rush. Das waren zwei Spieler, die halt wirklich eine extrem starke, konstant gute Leistung gebracht haben. Also es war halt nicht nur, dass es halt mal eine Map war oder sowas, sie waren halt wirklich immer konstant on fire und sind, denke ich, deswegen durch ihre, ja wirklich einfach wegen der Konstanz einfach eine Erwähnung wert. Also die haben wirklich einen extrem guten Job gemacht. Ja, also ich glaube, wenn man vor allen Dingen so von El Papi seine Respawn-KD irgendwie zusammenfassen würde, über das Gesamtturnier gesehen, lag die locker bei irgendwo um die 2, also was ja da unfassbar, auch im Grand Final gegen Llama Crew, krass einfach, also wirklich. Das Team hat Zukunft, wenn es so zusammen bleibt. Ich weiß gar nicht, ob sie noch zusammen sind, vielleicht haben sie auch inzwischen schon getrennt, man kennt den Omo-Bereich, aber wenn zusammen bleiben, hat das Team auf jeden Fall Zukunft. DJ. So, dann... Das waren erstmal so die drei, die wir so
uns raussucht haben aus den Modis, die man so richtig casten konnte. Und jetzt, ja, haben wir gehofft, dass ihr jetzt dazu kommt. Vor allen Dingen die Leute aus den beiden IW 6 gegen 6 Modis. Welche Spieler sind erwähnenswert? Welche Spieler sind euch aufgefallen, die man unbedingt erwähnen musste? Bitte nicht jetzt so allgemein. Allgemein gute Spieler, glaube ich, kennen wir. Aber wer ist während dem Thema Masters besonders rausgestochen? Ich würde erstmal das Wort an dich geben, Jonas, weil ja, ihr wart bis im Finale. Wer war bei euch so der Spieler, der während der Thema Masters die mit Abstand beste Leistung abgerufen hast? Kannst gerne auch dich selber nennen. Aber ich weiß nicht, ob du einen Brief kriegst. Nee, nein, mich selber nenne ich auf gar keinen Fall. Man kann eigentlich keinen besten Spieler von uns nennen, weil jeder weiß, ein 6x6-Bereich ist gedacht, um das Team zusammenzuspielen und nicht einfach alleine sein Ding zu machen. Also ich kann natürlich, ich kann gute Spieler von uns nennen, auf jeden Fall. Da wäre zum Beispiel Pesi-Freund, der, wenn es eben schon mal um Sniper ging, der mit seiner Sniper uns immer den Arsch steckt und wirklich alles wegholt, was ihr da in die Quere kommt mit seiner Sniper. Aber sonst kann ich eigentlich nichts dazu sagen. Wir haben auf jeden Fall alle sehr starke Spieler, aber Hauptsache ist, dass wir ein Team zusammenspielen und wir uns auf den Hintermann, der hinter uns steht, verlassen. Was mit den anderen Leuten in IW? Irgendwelche Leute, die herausgestochen haben, die man erwähnen sollte, die auf jeden Fall in diese Kategorie mit reingehören würden? Jasmin, Boxer, Sebi. Hoffe, dass mein Name jetzt... Ja, also ich muss sagen, dass ich das eigentlich genauso wie Red Sky sehe. Weil ich denke, es sind einfach viele gute Spieler, viele gute IW-Spieler auf jeden Fall. Und es ist schwierig zu sagen, wer da bis draufgestochen hat. Was bei mir auch daran liegt, dann nicht mehr ganz so aktiv die weiteren Spiele auch mitfolgen konnte. Und man konnte ja keine anschauen von wem. Ich denke aber doch, dass das von FG da auf jeden Fall erwähnenswert sind, genauso auch wie die EMP-Teams. Und ja. Boxer, auch ihr wart im Finale im IW-Core-Bereich. Wer war bei euch der Outstanding Player, der ja euch das ein ums andere Mal vielleicht den Arsch gerettet hat und euch eine Runde weitergebracht hat? Ja, generell sind wir eigentlich alle ziemlich auf einem Level, aber wer sich bei uns halt, sind es drei Spieler, würde ich sagen, die sich von den anderen noch abhängen, aber ein bisschen abheben. Das sind Senja, Fida und Nevoxhawk. Aber ansonsten... Aber bitte stopp kurz. Nevoxhawk wird hier nicht gelobt im Stream, also der war besser. Und ja, ansonsten, also gegen wen man immer Probleme hat, wenn man gegen ihn spielt, das hat man auch wieder im Finale gemerkt, sind Red Skies und Pesi einfach. Ja, es ist einfach so, wie es ist. Von Mercury ist es Kalidor, der immer heraussticht. Ich finde, jedes Team hat so einen Spieler, wo immer... seine konstante Leistung zeigt und immer irgendwie heraussticht, das ist... Ja, bei TMA ist das zum Beispiel der DJ, als herausragender Playmaker. Daher, dass TMA leider kein IW spielt, kann ich zu TMA in IW leider nichts sagen. Ich glaube dir, das ist einfach mal... auf der LAN ein bisschen gespielt gehabt. Aber er hat überragende Qualitäten, der DJ. Bestimmt. Ja. Versucht zu spielen. Aber die Spieler, die in TMA sieht, ist alles von DJ gelernt. Der gibt uns jeden Tag Unterricht. Wenn wir einmal nicht aufpassen, der schlagt uns, das ist nicht mehr normal, oder? Es gibt eine Sache, da bin ich, glaube ich, wirklich Top 1, und das ist Messer. Messer, ja. Allerdings. Nate, du warst, bist der einzige Vertreter hier, so richtig zumindest vom IW-Hardcore-Bereich. Was würdest du sagen, wer war im IW-Hardcore, wer ist im IW-Hardcore-Bereich erwähnenswert in der Rubrik Top 5 Players der Thema Masters? Vielleicht von deinem Team, vielleicht auch von einem anderen Team, gegen das ihr gespielt habt? Wie gesagt, also, was die anderen auch schon erwähnt haben, es geht immer um die Teamchemie. Ja, alle aus dem Team müssen funktionieren, ja. Jeder muss seine Kills machen auf seinen Posis, nur so kann das Team gewinnen. Natürlich gibt es auch Teams, ja, so wie auch vorhin angesprochen wurde, Kalidor zum Beispiel, den kenne ich auch verdammt gut. Wie ich auch sagen kann, Red Sky, ja, der ist nicht nur in Core, aber auch ein Hardcore-Beast, ja, muss ich ehrlich so bestätigen. Ich habe jetzt öfters mal gegen den spielen dürfen. Der fliegt gleich weg. Gegen Red Sky. Er spielt halt wirklich ein krankes Game, manchmal, aber der ist auch ein kleiner Abgehobener, das wissen wir auch alle in der Com. Aber es gibt halt wirklich viele andere, bei Fraternitas zum Beispiel ist der MX Koi, ist auch, der schwätzt zwar viel, hat mal seine miesen Runden, aber auch mal seine starken Runden, genau wie der CR7. Dann hast du bei Mercury, hast du Tsubasa, Maschine, Abi. Ja, da hast du auch Nighthawk vor allen Dingen, da hast du übel starke Spieler. Ich habe in meinem Team zwei, drei übel starke Spieler, die eigentlich konstant spielen. Der Timmy zum Beispiel und der Bruder von ihm. Das sind so meine zwei Top-Leute, die halt mehr 20 Bombs als alles andere machen.
So, und dann gäbe noch genug Teams. Wenn ich jetzt alle aufzählen müsste, müsste ich aus fast jedem Hardcore-Team irgendeinen starken Spieler nennen, weil jeder hat immer einen starken Spieler mindestens dabei. Aber wie gesagt, du gewinnst halt nur als Team und du verlierst als Team. Das Team muss halt da komplett. Das Spiel, Team spielt das CW und nicht ein einziger. Dann haben wir die, ja, die Modis, die wir quasi nicht casten können, abgehakt. Haben wir gehört, Red Skies wurde ein paar Mal genannt. Finde ich unverdient, weil der ist scheiße. Weil müssen die Leute, die hier sind, natürlich auch auf dem Boden halten. Die dürfen uns nicht wegfliegen. Ja, Pesi, ich glaube, ist auch einer, wenn wir schon von Snipern gesprochen haben, den man, der in IW 6 gegen 6 Core auf jeden Fall auch den Unterschied machen kann. Ja. Was ist mit den Leuten aus MWR? MWR haben wir ja jeweils einen Spieler angesprochen. Habt ihr Spieler, wo ihr sagt, die gehören da auf jeden Fall auch noch rein? Den haben wir vergessen. Der gehört auch noch in diese Top 5 Players Rangliste mit rein. DJ AK85. Ja, außerdem, weil den können wir, den, Und der dann spielt nicht. außer Konkurrenz, weil der ist so gut. Wenn wir den da reinnehmen würden, das wäre halt unfair. Da können wir halt keinen mehr Gehört, der ist eine reinnehmen. Maschine, wenn Der er voll spielt ist. andere Liga. Nee, hat jemand irgendjemand, wo er sagt, von den MWR-Leuten hier, wo er sagt, der gehört da rein noch, den haben wir vergessen. Den sollten wir vielleicht mit rein tun. Oder? Im MWR Hardcore-Bereich vielleicht noch der Juric von Enjoy Gaming, die Finalisten, beziehungsweise die Gewinner. Und von UB, Domi the Killer HD heißt der, glaube ich. Tex müsste den, glaube ich, auch noch kennen von dem Spiel, der das gecastet. Wen? Domi the Killer HD oder so. Ja, was ist mit ihm? Ja, auf District da, wie viele Kills hat er uns gedrückt? Boah, Digga, 24. das kann ich dir jetzt noch nicht genau sagen, So, aber der dem ist war auf der jeden stark Fall gespielt. heftig gegangen, ja. Und der Juric von Enjoy, genau. Ja, Juric überstark, Mann. Gerade im Finale war Juric definitiv Highlight-Player von Enjoy Gaming. Ja. Da haben wir einiges an Playern jetzt gehört. Ich glaube, Top 5 kann man nie so richtig festlegen. Das ist halt auch, die Modis sind auch so schwer. Wenn, dann müssen wir das schon für jeden Modi einzeln machen. Aber da fehlt uns die Zeit dafür. Ich glaube, die Spieler, die erwähnt werden sollten, die wurden auch erwähnt. Die gehören da rein. Und ja, wie gesagt, vor allen Dingen im 6 gegen 6 Bereich kommt es aufs Team an. Ein einzelner Spieler entscheidet kein Match. Meistens zumindest. Außer Dizzy gegen im Halbfinale. Aber ja. Ja, wie schon gesagt, wenn man mit Daniel spielt, muss man sowas einfach Ja, einberechnen. dazu kommen wir jetzt, das ist eine schöne Überleitung. Wir kommen zu den Top 5 Fails der TMA Masters. Oh, jawohl. Es ist, also was da entstanden ist an Clips und was wir für Fails hatten während den Oh TMA je. Masters, ist super. Ich muss mal kurz jemanden schreiben, bevor du startest. Möchtest du kurz Reload einladen, unseren Stream zu schauen? Ja, das mache ich gerade. Der hat zwar gerade Besuch, aber das ist mir egal. Wir haben fünf Clips rausgesucht, die wir als Top 5 Fails deklarieren und Oh je. an alle im Stream und auch an euch. Macht den Ton an, es wird lustig. Oh Ja. je. Auf Platz 5, ja, die Person kenne ich nicht, die da reingeschissen hat. Es war im Allmod-Bereich in IW. Syntik Esports gegen Virus Raptors. Ich weiß auch nicht, wer das gecastet hat. War auf jeden Fall ein ziemlicher Vollidiot. Aber diese Caster, die das gemacht haben, die haben Listening gemacht und da ist, ja, was ziemlich Lustiges entstanden und hört es einfach selbst. Fucking Warrior Sewer! Holy shit! Ma, I'm top, I'm top! Da konnte ich mir das Lachen nicht verkneifen! Ja, Sinti konnte noch auf 3-0 erhöhen, aber das ist in der zweiten Halbzeit durchaus noch machbar für VR. Ja. Ich weiß auch nicht, Sebi, warum du dich da nicht beherrschen konntest. Ja, was? Nee, Das ist deine Lache gewesen. Ja, ich konnte mich leider als Caster in diesem Moment nicht beherrschen und musste leider lachen, weil, ja, Sintik, ein belgisches Team, so eine Mischung aus Englisch und Deutsch. Niederländisch gesprochen. Und dann, they are fucking Warriors mit diesem Akzent. Sorry, das war zu lustig und ehrlich, ich konnte mich leider nicht mehr halten und ja, hat man dann auch gehört, weil ja, man hat mich lachen hören und die Jungs von Syntik sind direkt drauf angesprungen, weil sie es auch gehört haben und
ja, ein Moment, der mir sehr, sehr peinlich ist. Aber ja, ich leider rein in die Top 5 Fails, weil es war halt leider ein ziemlicher Fail. Sebi, was hast du denn in dem Moment gedacht? Ich dachte, wer hat er nicht gemacht? nein, ich fand's einfach geil. Ich meine, die Listenings, auch wenn man nur Bahnhof verstanden hat, waren trotzdem, irgendwie kommen die Jungs mir extrem sympathisch rüber und ich weiß, es war einfach eine lustige Aktion. Ich fand's lustig. Ja, es war auf jeden Fall immer lustig, bei denen reinzugehen, also wie die sich teilweise aufgeregt haben. Dann hat man nur die Beleidigung verstanden ab und zu, es war schon sehr, sehr funny. Oder wo wir reinkamen und sie einfach mit Musik am Chillen waren. Ich glaube, wir TMA dafür ein Copyright Strike auf YouTube. Haben wir nicht das Ormo... Nee, das war was anderes. Ich wollte gerade sagen, haben wir nicht das Ormo-Final gestern nicht gefunden, aber dann ja, wäre es vielleicht daran gelegen. Aber ja, war auf jeden Fall sehr, sehr lustig. So, ich hoffe, wir haben Daniel Reload im Stream, weil, ja, Platz 4. MWR, 6 gegen 6 Core. Daniel Reload, the stage is yours. Bitteschön. Ja, kurz. Diese Werbeite, Alter. Kurz, aber lustig. Ich weiß, dass Daniel, damit relativ locker umgeht. Es war kein. Es war auch aus dem Grund, haben wir es reingenommen, weil ja, er stand 0-11, er stand unterm Caster. Ich meine, ich habe auch mich sehr gut präsentiert in dem Match. Er stand unterm Caster. Nach 11 Runden. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube. Ey, den kann man zweimal sehen. Liegt dann auf ihr Recht, das kann man zweimal sehen. Gut, wir können ihn nochmal einspielen. Stand unterm Caster. Daniel Willig, Platz 4, Top Fails, TMA Masters. Gibt das jemand bitte? Er stand unterm Caster. Ja, ja, und, wie gesagt, das, nach diesem 0-11 war es vorbei. Und ich glaube, wir hätten noch 5 Runden weiterspielen können, dies, und ich glaube, Daniel hätte immer noch keinen Kill gemacht. Ja, also ich habe Daniel auf jeden Fall krass gelobt dafür, weil, ey, komm, das ist eine Kunst sowas, ne? Also. Und das Lustige war, das war im Halbfinale gegen FG, und ich werde nichts sagen, selbe Seite, Finale, FG, ja, ich glaube 0-4 oder 0-5. Es ging einfach weiter, also wenn man zusammengerechnet, stand er einfach 0-15. Wir haben leider keinen Screenshot gefunden vom 0-4, sonst hätten wir den noch mit reingemacht. Also, ja, Daniel Willig, herzlichen Glückwunsch, Platz 4, Thema. Alter, scheiße, Mann. Und weil es so lustig war, bitte nochmal, ja, Daniel Willig, Platz 4, Top Fails. Als ob du den jetzt nochmal reinhast, bist du deppert, oder? Hallo bei der Fanbase. Der ist halt auch immer noch lustig, ne? Mit dem Sound passt das einfach bei mir nicht. Okay, das reicht. Okay, ja. Alle guten Dinge sind 3, damit belassen wir es auch. Also, ja. Ich weiß, dass Daniel damit relativ locker umgeht. Er hat es ja auch selber eine Zeit lang. Ich weiß gar nicht, ob er es noch als Zielbild hat, aber er hat es ein sehr langer Zielbild und ja. Es war sehr, sehr lustig und es gehört halt leider da rein. Er schrieb mir jetzt gerade eben schöne Grüße an den Stream. Ich lache mich selbst aus. Ich überlege jetzt bloß, ob es ironisch gemeint ist oder ob er ernsthaft. Gut, ja. Top 5 Fails, ich habe ja gesagt, bei den Top 5 Fails wird es lustig. Reaktionen seht ihr auf Facebook. Ja, der will was posten darüber bestimmt. Achso, ja, schauen wir dann mal, ob es da noch was zu sehen gibt. Achso, Daniel Schaut hat er mir auch geschrieben. Ja, Daniel, schöne Grüße an dich. Herzlichen Glückwunsch zu Platz 4 der Top 5 Fails der TMA Masters. Gut, gehen wir über zu Platz 3 und wir haben noch den einen oder anderen lustigen Clip. Ja, auf Platz 3. Daniel Itex, das Adlerauge. Ja, bist du deppert, oder? Viel Spaß mit diesem Clip. Und ja, Daniel, danach kannst du dich gerne dazu äußern und verteidigen.
Guckt an, Mister, da! Rechts! Hat er nicht gesehen! Hat er nicht gesehen! Oder? Doch, hat er! Ist aber nur eine Leiche! Um Gottes Willen, was ist nur los mit mir? Dieser Sound. Ja, Daniel Altex auf Platz 3 mit dem Gegner, der in der Ecke saß. Gut gecallt. Daniel, ja, Digga, was war los? Was soll ich dir sagen? Du bist im Kommentar, also am Kommentieren, du bist so voll drinne, enger Situation, ja. Du siehst so beim Schwenken, siehst du so kurz so, da sitzt einer in der Ecke und sagst so, ey Digga, der ist doch da, bist du dumm? Das ist der Round-Win. Und dann ja, fällt dir auf, oh shit, warte mal. Was hast du da gerade gesagt? Das ist eine Leiche. Oh Gott, bitte hat's keiner gehört. Ja, ja, Clips waren leider da. Ja. Props auf jeden Fall auch an Shakur für den Schnitt. Dankeschön. Ja, es ist sehr, sehr lustig geworden, muss man schon sagen. Also, Daniel, du hast die Bronzemedaille ergattert, weil es gab zwei Fails. Wir haben dann doch für Platz 1 und 2 uns für zwei spielerische Fails entschieden. Alles gut. Die auch, ja. Ja, wenn man beteiligt ist, wird man, glaube ich, weinen. Peppo, du musst da leider durch, weil Platz 2 ist EMP. EMP Hawk im Allmode-Bereich. Im Match gegen Team Serenity. Das Match hatten wir bei den Top 5 Matches. Und ja, warum EMP noch das Comeback kassiert hat, sehen wir auf Platz 2 der Top 5 Fails. Und ja, schämt euch nicht zu sehr. Nehmt's mit Humor. Wir wollen niemanden bloßstellen, aber lachen dürft ihr trotzdem. Bitteschön. Hat er jetzt gesehen, muss jetzt aber aufpassen. Der Call ist mit Sicherheit da. So, macht jetzt hier mit dem reaktiven Panzer. Aber da spielt er mit ihm. Und das ist natürlich Zeit, die ihm jetzt hier weggeht. Und dann bekommt er den Kill nicht. 4:2 jetzt hier. Ganz, ganz unlucky jetzt hier geused. Ja, da hat er einfach mit ihm gespielt hier. Wer war denn das? Ja, Platz 2 geht dann EMP Hawk. Und das Traurige ist, dass das einfach die erste Runde zum SND Comeback war, was dann am Ende 6-4 für Serenity ausgegangen ist und dadurch ja Serenity das Match gewonnen hat. Und irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass das mitverantwortlich dafür war. Sebi, vielleicht kannst du ja nochmal so ein bisschen, wir haben ja deinen Kommentar dazu gerade mitgehört, aber vielleicht kannst du ja nochmal sagen, was in deinem Kopf in dem Moment vorgegangen ist. Ja, da war ein großes Fragezeichen. Ja, das war, den Kill hätte er safe machen müssen. Das war halt, ja, sehr, sehr unlucky. Ich meine, das sind alles gute Spieler gewesen und wir haben auch von beiden gute Spiele gesehen. Aber was das dann am Ende war, das war, ja, ein Rätsel. Ja, das Ding ist, ich muss an der Stelle sagen, das war ja gegen Serenity und das war auch noch Roy Houston. An alle Zuschauer und an alle im Stream bloß nicht sagen, dass er einen Kill gemacht hat, der dann in den Top 5 fällt auf Platz 2, weil der hebt ab und kommt gar nicht mehr auf den Boden. Das kann sein, der hat da vielleicht gerade mit Füßen gespielt oder so. Also auf jeden Fall. Ja, aber wir haben noch was das Ganze toppt. Oh Mann, jetzt kommt's. Jetzt bin ich gespannt. Also Leute, ja, Sebi wieder im IW Allmode-Bereich. Bevor du startest. Dynasty Gaming gegen Team Fallout. Wo du startest? Ich hab mich beim Editieren so tot gelacht, das war nicht so normal. Ich hab schon viel gesehen, aber das, ja, hab auch ich zumindest so in dieser Art noch nicht gesehen. Ja, Dynasty Gaming gegen Team Fallout, IW Allmode mit Sebi, bitteschön. So, da ist die Active geused worden bei Fida, wird dann aber gezogen von Amisi. Und jetzt hat er es in der Hand hier. So, Bombe ist noch frei. So, und er geht auf den Plant. Und jetzt muss sein Aim, darf ihn nicht verlassen. Sein Aim, wo ist es? Wo ist es? Wo ist der Kill? Und er kann ihn schärfen. Was war das denn? Amisi hat hier alles in der Hand gehabt. Und verspielt diese riesen Chance hier. So gut kommentiert. Oh Mann. Wo ist sein Aim? Ja,
Ich glaube, wir haben einen würdigen Gewinner der Top 5 Fails. Ja. Wir hatten ja eigentlich Nevox eingeladen von Team Forward, der konnte leider nicht dabei sein. Boxer, ich weiß nicht, ob du das mitverfolgt hast und mitbekommen hast, aber ja, natürlich, dein Kommentar Stream dazu. Ey, ich habe eigentlich nur gedacht, okay, die Runde ist verloren, ist vorbei und dann failt er einfach so. Wir haben so gelacht in der Party und so geschrien, gell. Ey, das war einfach so krass. Ja. Sebi, was? Ja, das, was soll ich dazu sagen? Das ist, man kennt die Posi. Wo bleibt der Name? Wo SMD spielen und das. Ja, viele Plätten für da hinten. Und ich meine, er hat schon die AR in der Hand. Ja, aber irgendwie. Da war es eben weg. Es wird eine Wiederholung gefordert. Ich gebe es euch gerne nochmal. Dann könnt ihr es nochmal angucken. Also, ja. Team Fallout gegen Dynasty Gaming. Ich weiß gar nicht, wer es war, aber das, ja, der. Vielleicht zensieren wir den Namen lieber, damit er nicht gehatet wird oder so, aber nee. Bitteschön, Platz 1, Top 5 Fails der TMA Masters. So, da ist die Active geused worden bei Feeder. Wird dann aber gezogen von Amisi. Und jetzt hat er es in der Hand hier. So, Bombe ist noch frei. So, und er geht auf den Plant. Und jetzt muss sein Aim. Darf ihn nicht verlassen. Sein Aim, wo ist es? Wo ist es? Wo ist der Kill? Und er kann ihn schärfen. Was war das denn? Amisi hat hier alles in der Hand gehabt. Und verspielt diese riesen Chance hier. Wo ist sein Aim? Brr. Ich kann nur Brr sagen, oder? Ja, war eine harte Situation. Ja, war sehr, sehr hart. Aber ja, sowas passiert. Aber ja, dafür, ja, für solche Momente, sage ich mal in Anführungszeichen, ist man auch Caster geworden, weil sowohl gute Plays als aber dann auch sowas, das, ja, macht es einfach aus. Und bei sowas kommen halt dann die Emotionen hoch, außer bei, achso, nee, sorry, falsches Thema. ja. Okay. Für sowas ist man Caster geworden, weil, ja, ich fand auch die Situation mit Daniel da einfach so lustig und, ja. Ich würde einfach mal die Frage die Runde werfen, wir haben ja, wie beim IW66-Bereich, solche Momente können wir leider hier einfach nicht erleben, das ist so schade. Ja, irgendwas vielleicht, was ihr noch erzählen könnt da aus dem IW-Bereich oder vielleicht auch sonst irgendwas, was wir nicht drin haben, was wir vielleicht nicht, wo vielleicht kein Caster dabei war aus den anderen Bereichen, was, ja, erwähnt werden muss, was, ja. Irgendwer, der noch irgendwas zu erzählen hat da, was er vielleicht erlebt hat, was in so eine Kategorie gehört, aber wir leider nicht mit reinnehmen konnten, weil wir es nicht gesehen haben. Ja, wir hatten noch so einen Fall auf Throwback. Da hatte ich genau das gleiche wie iTechX. Wir haben gespielt und es sah so aus, als ob einer unten an der A-Bombe an den Sandsäcken steht und mein Mate steht die ganze Zeit oben an den Treppen. Und ich schreie die ganze Zeit an, da unten steht er doch, töte ihn doch, der steht an der Bombe. Ja, es war eine Leiche. Bei ihm sah sie halt anders aus, wie ich, als ich zugeschaut habe. Bei mir stand sie wirklich da und bei ihm lag sie. Ja. Ja. Das war auch so eine Aktion. Also es war, die Thema Masters haben auf jeden Fall alles geboten. Gute Plays, ja, bra, schlechte Kill, schlechte Plays. Auf jeden Fall hoffe ich, dass wir bei den nächsten Events sowas wiedersehen, weil, also, ich glaube, wir haben selten so gut gelacht während dem Thema Masters wie bei diesen Fails. Auch gestern schon, als wir die vorbereitet haben für den Stream heute, habe ich mich schon köstlich amüsiert. ja, und auch die Resonanz von euch, gerade vor allen Dingen bei Reload und natürlich auch bei den anderen im Chat, zeigt, dass wir da schon ziemlich gute, ja, Clips, denke ich mal, ausgesucht haben. Und ich hoffe, ihr seid damit zufrieden und wir konnten euch einen kleinen Spaß bereiten, weil, ja, wir wollen damit, ich möchte mal kurz klarstellen, wir wollen damit niemanden irgendwie schlecht machen. Das sieht man ja auch daran, dass ich drin bin in den Fails, dass iTex drin ist in den Fails. Wir wollen keinen runterziehen oder so damit. Sondern, hey, ja, hey, jeder, hey. Ich glaube, jeder kennt das. Jeder hat mal so einen Moment, wo was nicht funktioniert, wo, ja. Hallo, das war alles absolut geplant, Mann. Wo man mal so ein Fail. Ich wollte nur die Bronzemedaille. Ja, so war das. Ja, das waren die Fails der Thema Masters. Und das waren unsere Top 5, ja. Rubriken, Momente, Matches, Spieler, Fails, alles war dabei. Wir haben alles besprochen und jetzt, ja, gehen wir weiter, weil wir haben noch, ja, zwei weitere Themen, bevor wir dann, ja, am Ende
der Thema Masters angekommen sind. Wir werden das Ganze jetzt ein bisschen abkürzen. Ein Thema werden wir weglassen gleich. Ja, Thema Kuriositäten während der Thema Masters, weil da gab es auch einiges. Vielleicht möchte der Sebi mal anfangen, weil ja... Oder Marc, vielleicht möchtest du erklären und Sebi ja, kann ja mal Stellung nehmen, was denn da los war. Ja, Kuriosität. Achso, ich musste IW kurz überlegen. 6, IW 6 gegen 6 Hardcore-Auslosung. Bitteschön. Jo. Also wie viele mitbekommen haben, haben wir ja eine extra Homepage angelegt für die TMA Masters. Und darin war auch der Turnierbomben eingebettet. Und ja, die Gruppenphase war zu Ende und damit man überhaupt in der K.O.-Phase denn die Spiele oder die Teams miteinander zuordnen kann nach der Auslosung, musste ich auf Weiter drücken. Und habe das auch so, weiß nicht, 6-7 Stunden vor der Auslosung gemacht, hab aufgedrückt und das System hat was automatisch generiert. Soweit, so gut. Musste ich nur noch warten, bis die Auslosung stattfindet, damit ich dann die Matches generieren kann auch. Ja, und Sebi hat ausgelost und hat weiter ausgelost und hat weiter ausgelost und haben uns auch noch gar keine Gedanken gemacht. Aber plötzlich ploppte ständig mein Handy auf. Was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Ja, und Sebi hat es dann ernsthaft geschafft, genau die Matches, die 6 oder 7 Stunden vorher vom System her aus generiert worden sind, genau 1:1 auch wieder so auszulosen. Zwar nicht in der gleichen Reihenfolge, jetzt also sagen wir mal Bracket 1, Bracket 2, Bracket 3, aber er hat genau die gleichen Paarungen auch geholt. Und das führte zu einigen Teams ja, Wut, zu Vorwürfen. Und ja, Sebi, erklär dich mal. Ja. Wie oft wurdest du gehatet? Wie viel Hate-Nachrichten und Morddrohungen hast du gekriegt? Ja, Morddrohung jetzt nicht, aber mir hat schon der ein oder andere geschrieben gehabt, was da los war. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das auch am Anfang gar nicht realisiert und gerafft, wie die jetzt irgendwie schon einen Spielplan oder was weiß ich haben können. Ich habe das dann auch erst im Nachhinein dann, sage ich mal, so ein bisschen mitbekommen. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich, keine Ahnung, jeder, der mich und meine Eier bei irgendeiner Auslosung sieht, der kotzt ab. Egal, ob das Peppo ist, der wird mich auch hassen für die Ziehung. Meine eigenen Mates hassen mich alle, was ich zusammenziehe. Ja, irgendwie habe ich nicht so das glückliche Händchen. Nate, hattet ihr das eigentlich so richtig krass, also wir haben ja gehört, also einige Teams haben es auf jeden Fall mitbekommen, aber hattet ihr als Team das während der Auslosung mitbekommen, dass da, oder dann im Nachhinein der Auslosung irgendwie auch mitbekommen, dass da irgendwie gedacht, dass da stimmt irgendwas nicht, das kann doch kein Zufall sein? Ja, das waren viele haben gesagt, haben auch Screens geschickt bekommen und sowas, von wegen, dass die Auslosung schon vorher stattgefunden hat und so. Das hat ja alles gepasst, auch von den Spielen her, was der DJ jetzt gesagt hat, dass das alles nicht von der Reihenfolge nicht gepasst hat. Das einzige Team, ich hatte sich nur ein einziges Team von unten nach oben verschoben gehabt und sonst war alles wirklich gleich, von Spiel A bis Spiel Y. Also es war schon heftig. Ich habe aber von vornherein, sage ich immer generell, ist scheißegal, gegen wen du spielst. Gewinnen musst du sowieso, wenn du gewinnen willst. Ja, ist egal, ob du direkt am Anfang den Stärksten kriegst oder den Schwächsten. Dann wieder kommst du mit guter Leistung weiter. Oder du hast verkackt. Wir mussten auch in der Gruppenphase gegen unser eigenes Team spielen, gegen Team Origin von Hardcore Chaos Crew. Und war auch schade für uns, dass wir nicht mit 2 hätten weiterkommen können, auch mit 1. Genau dasselbe wie mal war mit EMP, dann genau dasselbe Spiel. Aber so ist halt das Leben. Wenn es gezogen wird, wird es gezogen. Und da gibt es auch nichts anderes. Und was ich genauso wenig verstehen, oder was ich nicht verstanden habe, sind die Leute, die der Meinung sind, dann irgendwelchen anderen Leuten, die sowas ausrichten, dann auch zu beleidigen und all solche Sachen, das sind meines Erachtens die größten Vollpfosten, die so werden existieren. Ja, das ist meine Sicht. Weil es geht nicht. Du kommst nicht in irgendein Turnier, in ein Finale, nur durch No-Hands-Gegner, die keine Daumen haben, ja, wo du 40-0 durchläufst, sondern es sind die stärksten Teams, kommen nun mal weiter und gewinnen das Ding. Ja, ich habe noch nie einen gesehen, für das ein schlechtes Team gegen ein starkes im Finale spielt. Sowas gibt es nicht. Ja, ja, und das, aber auf jeden Fall, Fall war es ein sehr, sehr schöner Moment. Also, deswegen, wir haben das während der Auslosung, haben wir das überhaupt nicht mitbekommen. Dann meinte Marc auf einmal, nach der Auslosung, wir waren noch im TS, haben so ein bisschen gesprochen. Der Stream war schon aus, so von wegen, die Matches stehen doch schon fest, was ist denn das? Und dann haben wir das mal nachgeguckt und auf einmal haben wir halt wirklich gemerkt, ups, wir haben genau dasselbe, oder Sebi hat genau dasselbe ausgelost, wie ja, es quasi war, und dann ja, waren wir schon ein bisschen schockiert, aber kann man nicht ändern. Nächstes Thema, diesbezüglich eine weitere Kuriosität sprechen wir noch an, danach kommen wir langsam zum Ende. Ja, Sebi, All-Mode-Finale,
Ruffy ist im Stream, wunderbar. Also, ohne ihm zu nahe zu treten, erste Series. Ja, grottenschlecht, darf ich das so sagen? Ich hoffe, er hält sich dafür nicht, aber ja, also, das war gar nichts. Dann auch erste Map, zweite Series. Ja, erste Map, zweite Series, der Anfang, war gar nichts, irgendwie so. Und dann, ja, fliegt er raus. 5 Minuten ungefähr Pause, er kommt wieder, wir starten das Hardpoint neu. Er ist der beste Spieler, den wir gesehen haben während der Allmode-Zeit, während dem Allmode-Finale auf einmal. Und ja, schießt alles nieder, geht glaube ich irgendwie mit 40 Kills oder so fast raus. Und danach das SND macht er auch irgendwie 15 Kills oder so. Unfassbar. Und dann ja, kamen wir auch zur Pause, weil Syntik ja, vermutet hat, da stimmt irgendwas nicht. Ja, es war... ja, kurios. Also ja, es war halt, entweder war es halt letztendlich wirklich ein dummer Zufall oder schlechte Startphase, wie man es auch immer nennen möchte. Und hinten raus kam dann der Megaplay, aber es war halt schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also es war, ja, es war wirklich alles sehr, sehr schwierig und alles sehr, sehr... ja. Auch wir hatten uns ja gewundert, was da auf einmal los ist. Hä, was ist passiert? Ja, aber ja. So ist es. Auch das war ein sehr... ja, eine sehr vor allem die Beweismittel ja, herauszufinden. Ich glaube, das gab es so noch nie. Ja, wir mussten halt, alles genau. Wir konnten halt auch nicht weiterspielen. Konnten halt auch nicht weiterspielen, weil ja sonst das eventuell das Match wäre zu Ende gewesen. Dann noch im Nachhinein Dings. Ja. Keine Ahnung. Aber egal, ja. Soviel zu den Kuriositäten. Das waren so die zwei Sachen, die wir da rausgeholt haben. Normalerweise hätte ich euch jetzt gefragt, ja, was ihr noch so hättet, aber wir sind schon weit fortgeschritten in der Zeit und deswegen kommen wir jetzt langsam zum Ende und da kommen wir zum allererst, bevor wir, ja, zu einer Danksagung kommen, kommen wir zur, ja, was plant TMA in nächster Zeit? Weil das ist, glaube ich, das, was, ja, viel interessiert. Es wurde viel gemunkelt, TMA Masters 2018, TMA macht eine eigene Liga und verdrängt die CL und die DSBL. Ja, TMA organisiert die Champs im nächsten COD. Ja, ne. Viel wird gemunkelt. Marc, räum doch mal mit ein paar Gerüchten auf und erzähl mal, was plant TMA? Wir starten eine Liga. Nein, Quatsch. Keine COD-Liga. Oh Mann, Alter. Ich wollte gerade vertrauen. Jetzt hast du allen Hoffnung gemacht. Nein, wir... Jetzt haben wir ja schon gesagt, eine TMA-FIFA-Liga, die wir jetzt erstmal intern laufen lassen, weil wir gesagt haben, irgendwie gibt es für FIFA nicht wirklich irgendwas, also nicht für diese Community, die jetzt einmal auf Facebook unterwegs ist. Du hast zwar die ESL und du hast auch hier mal eine Liga, aber so wirklich nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir lassen jetzt mal so einen Probelauf machen und dann werden wir das mal für alle öffnen. Was gibt's noch? Wir machen noch ein 2-2 Female Cup zusammen mit einem von unseren Sponsoren. Den wollen wir auch relativ groß aufziehen, also nicht nur in einem Modi, vielleicht sogar in einem anderen, ganz anderen Game auch noch zeitgleich. Jo, jetzt muss ich gerade überlegen. Ach so, ja. Dann wird, viele kennen ja vielleicht Sport 1, den Doppelpass, der da morgens um 11 kommt, die Fußballer. Sowas ähnliches wollen wir auch für den E-Sport ins Leben rufen. Und jo, das wird es auch bei TMA geben. Wir sind gerade in quasi in der Planung und Grafik. Wer ist denn daran beteiligt? Wer ist denn daran beteiligt? Verstehe ich nicht. Dann werden 2-3 bekannte Gesichter wieder auftauchen. Das stimmt. Und irgendwas fällt mir gerade nicht ein. Und du hast hier Stichpunkte gemacht, Markus. Ich habe mir Stichpunkte gemacht. Ich glaube, da war noch was wenn man so schreibt, so, da war auch noch was geplant, so, was ihr ins Leben rufen wolltet, weil es gibt ja schon so Thema E-Contest, Thema E-Sport, Thema auf Twitch ganz aktiv und dann, ja, war da doch noch irgendwas geplant. Ja, man hat schon jetzt ein paar Mal überlegt, vielleicht ein kleines Online-Magazin rauszuholen, also was auf extra eine Homepage ist oder aufgebaut wird, aber das ist noch in Planung. Aber wir haben auf jeden Fall einiges geplant und ja, wer weiß, vielleicht machen wir auch noch eine Hardcore-Liga für COD auch, wer weiß. Und dann haben wir natürlich noch, wir haben gerade die TMA Masters 2017 gehabt, vielleicht ist da, kann man, können wir hoffen, vielleicht, ne, nochmal, nächstes Jahr, neues COD, alle, lass uns erst einmal, alle haben Hoffnung um dich, Marc. Erstmal einmal durchatmen und dann alle warten auf deine Ankündigung.
Nein, erstmal Pause. Erstmal Pause, Leute. Ich hab's versucht. Pause. Ich hab mein Bestes versucht, hier was rauszukitzeln. Ja, das ist das, was TMA in Zukunft noch plant. Und ja, wir haben während den Masters gesehen, was TMA plant. Wird auch meistens ein Erfolg. Ja, vielleicht werde ich auch noch das ein oder andere Mal zu sehen sein bei, ja, beim Doppelpass des E-Sports. Wer weiß, vielleicht, mal gucken. Ja, das war das, was TMA noch plant. Und dann sind wir quasi schon durch mit dem heutigen Abend. Wir haben noch eine Sache und das sind die Danksagungen. Und ja, Hotze Shakur, wir haben eine kleine Überraschung für euch bezüglich diesbezüglich. Wir haben eure Designs mal auf ein ganz neues Level gehoben und euch gezeigt, wie es richtig geht. Und also ich habe mir eine Photoshop-Skills genau. Wir haben uns richtig Mühe gegeben, euch auch mit einer richtig guten Grafik zu danken. Ich hoffe, ihr freut euch darüber. Und Marc, ja, ich glaube, es wurde immer viel gedankt. Du hast viel Dank ausgesprochen, aber so ein richtiger Dank von uns als Admins, als Caster, als Designer an dich kam es nicht. Und deswegen, ja, muss ich leider auch hinter deinem Rücken Shakur darum bitten, auch für dich eine Grafik anfertigen zu lassen. Deswegen auch, ich denke, ich spreche im Namen aller Caster, Daniel, Sebi, im Namen der Designer, Hotze, Shakur und auch sowieso im Namen der Teams, ja, ein Riesendank an Marc, der, ja, teilweise seine Freundin besänftigen musste, dass er immer da sein konnte für die TMA Masters, auch für die Caster, wenn die Hilfe gebraucht haben, für die Designer, die unterstützt hat in den Designs, ja, und natürlich auch den Teams als Ansprechpartner gedient hat. Und deswegen auch an dich ein riesen Dankeschön von uns allen, denke ich mal. Ich glaube, das kann ich so aussprechen. Ja, danke, dass wir Teil dieses riesen Events sein durften. Und ja, die Dia-Show läuft. Dementsprechend natürlich noch danke an die Caster, an die Sponsoren und Admins sowieso. Ja. Schön, dass sich der Stream bei mir aufgehangen hat. Ja, danke, Hotze Shakur. Danke, Hotze Shakur. Wir haben uns Mühe gegeben. Wir haben unser Bestes gegeben. Wir müssen unsere Designart ändern, Digga. Wir machen das alles falsch, Mann. Ja, alles mit Pech jetzt. Ja. Danke natürlich auch an alle, die heute Abend dabei waren. An ja, Hotze Shakur als Designer. An Nate als Experten, sage ich mal, für den IW-Hardcore-Bereich. An Atomak für den MWR-Hardcore-Bereich. Boxer, Red Skies, Jasmin. Ja, als IW-Core-Bereich, Leute. Dizzy, Peppo, Bechti als Leute für den MWR-Core-Bereich, beziehungsweise Peppo so ein bisschen als, ja, für EMP, weil EMP ja eh ein großer Teil der TMA-Masters war. Und dann natürlich, ja, an Daniel Itex, der jetzt schon weg ist, Sebi als Caster und auch als eine Riesenunterstützung für mich während der ganzen Finalshow, zumindest am Anfang die ersten drei, weil mit MWR hat er ja nicht so viel am Hut, auch da, ja, war Sebi eine sehr, sehr große Unterstützung für mich. Und ja, damit würde ich quasi die TMA Masters 2017, so leid es mir tut, für beendet erklären. Ich bedanke mich bei allen Zuschauern, die heute eingeschaltet haben. Es waren eigentlich bis jetzt auf das Ende, wo es dann auch, ja, zugegeben, ein bisschen uninteressant wurde, immer so um die 50 Zuschauer, während der Clips sogar so 60 bis 70, aber das hatten die Clips auch verdient. Danke noch an die Donations, die während der TMA Masters reingekommen sind, egal in welcher Höhe diese waren. Ja, wir freuen uns darüber mega, oder vor allen Dingen Marc freut sich darüber mega. Und ja, es zahlt dann auch so ein bisschen was zurück. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und ja, wie gesagt, danke an euch, dass ihr dabei wart. Und ihr dürft euch gerne noch alle durcheinander schreiend jetzt verabschieden. Und dann, ja, hat vielleicht Marc das letzte Wort und schließt damit das Kapitel TMA Masters 2017 ab. Ich bin teilweise sogar froh als Designer. Aber erstmal dürfen sich alle anderen kurz verabschieden. Ihr dürft schreien! Los! Auf Wiedersehen! Wir habt ihr in der Stückhand alle gemeinsam begrüßen und verabschieden. Jetzt macht's mal. Ja, und zum Abschluss, Marc. Du hast die TMA Masters geprägt und eingeleitet und war vermutlich auch angekündigt. Und du bist derjenige, der dieses Kapitel abschließen muss oder darf, vermutlich würde deine Freundin sagen. Und, ja. Jo. Eigentlich könnte ich wirklich manchmal 3 Stunden quatschen über die TMA Masters. Und ich habe auch schon in der letzten Finalshow gesagt, ich sage immer wieder Danke, Danke. Aber ich finde mal so ein Danke, Danke, das reicht manchmal nicht. Und ja, also ich bin unglaublich. Ich habe, wie gesagt, im November damit angefangen mit der Planung mit ein paar Jungs und dachte, ja, es wird ein schönes Event. Das Event ist extrem schön geworden, extrem anstrengend und ja, also wie gesagt, ich könnte, glaube ich, 50 Leuten jetzt Danke sagen, würde irgendeinen vergessen, der ist natürlich dann traurig.
Deshalb einfach kurz und knapp Danke an alle Teams, an alle, die sofort gesprungen sind, weil man weiß auch, wenn man mit mir mehr arbeitet, dass ich auch manchmal ein bisschen eklig, dass ich eklig werde, aber ungeduldig werde. Und gerade Hotze und Shakur, die am Sonntagabend erfahren haben, sie müssen Grafiken bis Mittwoch machen. Jo, die beiden haben dann mal eine Nachtschicht eingelegt teilweise. Auch du, Markus, der jetzt auch gestern, vorgestern mit mir nochmal, sich da auch nochmal hingesetzt hat und die ganzen Grafiken vorbereitet hat. Oder die ganzen Themen nochmal durchgegangen ist. Also ja, wie gesagt, ich könnte stundenlang quatschen, euch langweilen. Mache ich jetzt aber nicht, deshalb einfach tschüss und bis zu den Themen A-Master 2018. Oh, da kommt doch eine Ankündigung. Oh, das hat deine Freundin hoffentlich nicht gehört. Ja, nee, ich hab zum Abschluss mir nochmal überlegt, den Lacher des Abends einzuspielen und damit verabschieden wir uns. Ich wünsche euch einen schönen Abend allen noch. Ja, Europa League Finale läuft noch 10 Minuten, falls jemand schauen will. Und dann, ja, wie Marc gesagt hat, bis zu den TMA Masters 2018. Alles Gute und haut rein. Ich fick mein Leben! Breath, 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 breath.